das EM-Studio. Giga Games, sponsored by Intel. Willkommen, liebe Leute, es ist 22 Uhr und Giga Games fängt an und es ist Montag und wir haben so viel Energie, dass wir Popo durch die Gegend werfen. Nein! Ah. Da wird der Seid gleich böse, weil ich außerdem den Kameramann getroffen habe. Eieieiei. Ja, Giga Games fängt an, eine neue Woche mit uns natürlich, auch hier im PC-Bereich. Und Kollege Ade macht schon aufmerksam auf sich mit dem kleinen Panzer, den er hier rumflitzen lässt. Der wäre fast abgestürzt. Das ist ja ein Panzer, den uns der gute Sven Schmidt dagelassen hat, als er Panzers präsentiert hat. Genau. Und das Thema heute, was wir ja heute im PC-Bereich haben, ist ja ziemlich ähnlich, muss man mal sagen. Genau, es ist D-Day und ein Spiel der Firma Monte Cristo. Und ich muss sagen, es erinnert mich sehr stark an Codename Panzers. Nicht nur vom Gameplay, sondern auch vom Setting natürlich genau dasselbe. D-Day eben 1944, wer kennt sie nicht? Ja, natürlich nicht. Die Schlacht, die legendäre und ich habe heute das einfach mal vorbereitet. Und ich denke, ich werde da mal die ein oder andere kleine Mission zeigen. Bin ja mal gespannt, wie unterschiedlich das Spiel wirklich zu Panzers ist. So, somit komme ich rüber zu meinen lieben Kollegen hier im Konsolenbereich. Na Jungs, alles klar bei euch? Ja. Hallo lieber Kollege aus dem PC-Bereich. Na, alle Düfte bei dir auch, Michi? Das ist irgendwas Positives, oder? Scheint so. Ich weiß auch nicht, was der Kollege Felix, jetzt hätte ich mich bei der Patrick. Moment! Das ist die Frisur. Neue Frisur? Nein. Patrick ist der Übergewichtige und Felix ist der mit den schrillen Farbkombinationen. Und dem großen Hunger. Hat sich jetzt in meinem Kopf manifestiert. Wir haben heute ein hervorragendes Team. Simon hat kein Mikro. Das ist aber nicht, worüber man das Ganze machen soll. Da kommt jetzt wieder von dem Frischling da hinten sein erstes Gelache. Ist das schon passiert bei Budi? Bei Budi sind schon viele Schüsse. Es wird noch kommen. Bei Budi sage ich bloß einfach, meine Fresse. Und notfalls machen wir das Haupt daraus. Budi hatte noch nie ein Mikro, das ist halt der Unterschied. Ja. Du kannst dein Mikro vergessen. Dem wolltest du keins geben? Ich vergesse meins, weil es mir so egal ist. Nein, heute wirklich hervorragende Themen bei uns, nämlich Red Dead Revolver, ein Spiel von den GTA-Machern. Mhm. Deswegen von allen Western-Fans, wie mir zum Beispiel, mit Spannung erwartet. Nicht zu verwechseln, aber mit Deadman's Hand. Was wir letztens schon mal vorgestellt haben. Das liegt nahe, weil ja Dead so auch nochmal vorkommt und auch so eine Dreierkombination nicht. Also Dead Man's Hand und Red Dead Revolver. Und Terence Hill Fans? Auf jeden Fall. Es kommt eine originale Mucke raus und es gibt sogar eine Kneipenschlägerei. Und wir werden heute Bohneneintopf aus der Pfanne. Nein, wir sind cool. Bei uns gibt es keine Flatschwatschen und irgendwelche Chadeng-Geräusche oder so, sondern bei uns gibt es wirklich nur blaue Bohnen und das en masse. Herrlich. Bei Red Dead Revolver heute bei den Konsolen. Unbedingt angucken. Sehr schön. Damit komme ich zum Nilsi-Wilsi aus dem Maxi-Bereich. Na, alles klar bei dir? Ja. Schmeißt heute den Laden mal wieder alleine? Ja, sturmfrei Bude. Patrick braucht man irgendwie gar nicht mehr, fällt's auf, oder? Ja, das wollen wir nicht sagen, hier gibt's wieder Ärger. So. Ja, stimmt, irgendjemand muss ja die Server kaputt machen. Nein, so schlimm ist er nicht. Alle vermissen Patrick, aber der hat sich keine Patrick, Mache. Hallo Patrick, ich wette, er sitzt zu Hause und guckt übrigens jetzt... Der ist jetzt gerade der Arsch. Sag, denkt er dich. Er meint aber, er denkt an dich. Nein, an dich. Du disst ihn doch gerade. Ja, aber trotzdem denkt er sich, Nils, der Arsch. Nee, natürlich denkt er das nicht. Doch, natürlich. Nein. Doch. Jetzt lass uns doch mal sagen, was ich mache. Ist auf jeden Fall Nein. Das finde ich echt nicht gut. Ja, dann bleibt noch ein bisschen. Ich habe auch gerade was bestellt. Pizza. Oh, fein. Magst du einen Schock oder was? Nein, was hast du denn heute für Team? Lenk doch die ganze Zeit ab. Ja. Heute gibt es natürlich die zweite Woche des Show Something Unreal Contest. Wieder mit jeder Menge Mods und Maps für Unreal Tournament 2000. Haha, nein, natürlich nicht. Nein, wir zocken heute Enemy Territory, die Pro-Mod. Auch eine Sache, die viel gefordert worden ist in letzter Zeit. Weil jede Menge Leute wollten es gerne nochmal sehen. Enemy Territory ist ja auch sehr beliebt da draußen. Unwahrscheinlich beliebt. Was mich letztens verunsichert hat, war zum Beispiel, als ich zum ersten Mal im Forum gelesen habe, etwas, was ich nie gedacht hätte, bitte bringt wieder Battlefield im Max-Bereich. Ja, das ist echt das Game. Wow. Ja. Man kann es halt nicht jedem recht machen. Enemy Territory heute bei dir. Mit in der Pro-Mod. Ja. Sehr geil. Cooles Thema heute bei Nils und somit komme ich rüber zum, oh mein Gott, zu wem komme ich? Zum Dr. Fu Manchu.
Ja, du mich auch. Ja, das war jetzt mein provisorisches Chinesisch. Denn, lieber Felix. Jawohl. Man sieht es eventuell an meiner Kleidung, ich bin heute ein Spanier. Oder auch... Wo ist die Paella? Hinfort mit dem Hut. Nein, wir haben heute das unglaublich große Aiken 4 Special. Also okay. Du hast es ja mitbekommen, ich bin ja kurzweilig mal weg gewesen. Ja, ich war im Heimaturlaub, wie man so schön gesagt hat. Und ich war in Shanghai und ich habe die 18 besten Spieler in Warcraft 3 beim Zocken live miterleben können. Cool, das ist richtig gut. Und ich habe mein Mikro nicht vergessen. Und das wirst du heute so ein bisschen mal erläutern für die Leute. Ich werde das total erläutern, denn es gab am Anfang ein paar Probleme. Er wird nicht nur erläutern, er wird total erläutern. Die Steigerung, total erläutern. Oh, meine Fresse. Meine Fresse, meine Fresse. Ey, notfalls macht der Booty die Soap daraus. Danke. Danke. Aber erstmal vergesse ich mein Mikro. Was das jetzt? Übrigens, noch ganz kurz. Ja, ESWC steht auch bald an und da haben wir heute einen ganz feinen Gast hier bei uns im Studio, nämlich der Oliver Muth. Du kennst ihn, ich kenne ihn, ihr da draußen vielleicht noch nicht. Und der wird euch unter anderem noch ein bisschen etwas zu der ESWC Quali erzählen. Ja. Sehr schön. Boah. Und da sage ich nur, meine Fresse, endlich haben wir es mit den Themen wieder hinter uns gebracht. 2 Stunden lang werden wir euch jetzt versorgen mit dem Neuesten, was es gibt aus dem Konsolenbereich, aus dem PC-Bereich, aus dem Mac-Bereich und natürlich aus der Welt des E-Sports. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, jetzt 2 Stunden Giga Games. Giga Real Lookup. Das Online-Lexikon der Politik. Bundestag, Bundesrat. Wo ist da der Unterschied? Einfach das Wort im Artikel markieren, den Lookup-Button drücken und schon bekommt ihr die Erklärung. Giga Real Lookup. Auf giga.de. Supported von der Bundeszentrale für politische Bildung. Loading Commercials. Die Jubiläums-Chartbox, limitiert und in Gold. Chartbox, die aktuellen Top-Hits als Serie. Das Startangebot für glatte 5 Euro. Rufen Sie jetzt an 0805-8511. Testen Sie die Chartbox-Highlights mit Thomas Anders. Sarah Connor. Martin Kisitschi und vielen anderen. Alle 2 Monate neu. Jetzt 14 Tage unverbindlich reinhören. Immer mit Rückgabegarantie. Die Chartbox, die goldenen Highlights zum Start für nur 5 Euro. Und wenn Sie noch heute anrufen, gibt es dieses Handyfeuerzeug gratis dazu. 0805-8511. Bestellen Sie jetzt. Remaining 2. Remaining 1. Werden Sie Teil einer einzigartigen Geschichte mit dem Echtzeitstrategie-Highlight des Sommers. Ground Control 2. Am 18. Juni im Handel. Download complete. Event Guide at Giga. Die Langeweile ist vorbei. Du weißt nicht, wo und wann was los ist? Dann klick dich rein in den kostenlosen Event Guide mit über 30.000 aktuellen Events jeden Monat. Ob Messen, Konzerte, Kino, Festival oder Skateboard-WM, hier findest du alle Infos. Event Guide at Giga, supported by T-Info. Wo immer du gerade bist, auch mit dem Handy, alles einfach gut finden. T-Info. Die Fußball-Europameisterschaft 2004. Wir holen Sie nach Düsseldorf. Das Victoria-EM-Studio, täglich ab 20.30 Uhr. Präsentiert von der Victoria-Versicherung. Giga Games, sponsored by Intel. Thank you.
Ich weiß, lieber Adi, du bist ganz heiß drauf, loszulegen mit D-Day, aber ich muss erst was kurz in eigener Sache loswerden, denn ich bin ja gerade dabei, wie du auch tatkräftig heute schon gesehen hast, Thief 3 zu zocken. Ich versuche das Ding durchzuzocken, wobei es nicht kurz ist, habe ich gehört. Es ist relativ lang, deswegen weiß ich nicht, ob ich es schaffen werde, aber ich möchte eigentlich schon einen Test dazu schreiben. Und jetzt möchte ich mal die Leute da draußen fragen. Also ich habe hier einen 3 GHz Rechner mit 1 GB RAM und 9800 Pro und dennoch ruckelt das Spiel manchmal, schon wenn ich dann in Innenräumen bin, nicht gerade viel, aber auch nicht gerade wenig. Und das, obwohl Anti-Aliasing ausgeschaltet ist. Mich würde freuen, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, ob das bei euch genauso ist, an felix@giga4u.de, weil dann weiß ich wenigstens, ob es vielleicht an meinem System liegt oder ob es allgemein so ist. So, und jetzt kommen wir zu dir. Ja, was ich gerade schon angekündigt habe, heute Abend gibt's D-Day. D-Day ist auf jeden Fall sehr stark angelehnt an Codename Panzers oder andersrum, wer weiß. Wahrscheinlich liegt es aber auch nur im Spielprinzip. Es ist ein Echtzeitstrategiespiel und Echtzeitstrategiespiele ähneln sich sowieso alle sehr stark. Und da das Setting auch noch das gleiche ist, oder dasselbe? Da kommt man schon mal leicht durcheinander. Also auch die Steueroptionen und so weiter erinnern mich sehr stark daran. Also, wie gesagt, es kann einfach daran liegen, Echtzeitstrategiespiel, beide im Zweiten Weltkrieg angesiedelt, beide in der Schlacht um die Normandie angesiedelt. Das wäre durchaus möglich, dass das hier einfach nur Zufall ist. Genau. Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, beide sind ja auch grafisch ganz schön gut aussehend. Ja, schon. Also D-Day sieht sehr hübsch aus. D-Day sieht auch sehr gut aus, lässt sich auch sehr gut spielen, obwohl es so eine Alpha-Version ist, muss man dazu sagen. Das ist wirklich schon sehr nett. Schon, muss man dazu sagen, es ist eine Alpha-Version, ist noch ziemlich früh, das Ding ist noch buggy, ja, genau. Kommen noch viele Sachen vor, die so nicht sein sollten und deswegen, falls irgendwas mal abstürzt oder irgendwas passiert, verzeiht uns einfach. Das kann mal passieren, ja, zwischendurch auch mal ein paar kleine Aussätze, ihr seht auch, Ladezeit zieht sich ein bisschen hin, aber... Ja, ist das so, Alpha-Versionen haben es so in sich, da muss man halt immer ein bisschen so warten und vielleicht dann auch mal eine Pizza zwischendurch bestellen. Ja, oder was anderes, ein Kinder zur Welt bringen. Ja, aber er lädt. Gut, ich hatte schon die Befürchtung, dass er es abgestürzt, aber er lädt noch. Gab es denn bis jetzt größere Probleme bei der Alpha-Version? Also eigentlich nicht. Also zwischendurch hat man mal Aussetzer beim Sound, was aber okay verständlich ist. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt draußen sieht, wahrscheinlich nicht. Da sitzen die Piloten neben dem Flugzeug, ist auch nicht wirklich, unter dem Flugzeug, neben dem Flugzeug, über dem Flugzeug. Ja. Aber also es setzt zwischendurch mal aus, so dass man so ein Lag von 2 Sekunden hat, dann passiert halt gar nichts. Und danach läuft es aber ganz normal weiter. So. Was? Kann man das nicht überspringen? Ja, er macht das jetzt schon a few minutes later, aber ich habe das Gefühl, es läuft gerade extrem viel langsamer. Also ihr seht, es geht hier auch wie bei Codename Panzers weniger darum, dass man seine Basis aufbaut und so, sondern man kriegt am Anfang der Mission Einheiten zugeteilt und mit diesen Einheiten muss man dann auch sehen, dass man zurechtkommt. Ist gut dunkel. Vielleicht die Gamma-Werte hochstellen? Kann ich, aber es geht gar nicht. Die Gamma-Werte im Spiel kann man gar nicht hochstellen. Das habe ich auch schon probiert. Aber ist nicht. Was machen wir jetzt? Hast du Powerstrip drauf? Nee. Tja, dann müssen wir das jetzt mal so hinnehmen. Einfach mal den Fernseher ein bisschen heller stellen, das müsste ja auch funktionieren. Also siehst du, hast hier so deine Truppen und hier unten in dem Bildschirm siehst du dann auch, was jede einzelne Truppe für Fähigkeiten hat. Also zum Beispiel einen Flammenwerfermenschen, der ganz gut ist gegen Panzer und gegen Gebäude. Also wenn Leute irgendwie einen Bunker oder ein Haus besetzt haben, dann hast du mit dem Flammenwerfer natürlich gute Chancen, den da rauszubekommen. Dann backen wir sie mal schön gar. Genau, dann hast du Medics, dazu brauchen wir ja nicht viel zu sagen, die heilen deine Einheiten. Dann hast du einen Scout. Der Scout hat einen extrem großen Sichtradius. Das seht ihr auch hier. Seht ihr außen diesen Ring mit den, wie sagt man da? Das so aussieht wie eine Uhr halt. Und das ist so sein Sichtradius. Und das andere ist seine Schussreichweite. Und mal sehen, was wir hier noch für Einheiten haben. Waiting your orders. Ein Scout. Dann haben wir noch diesen Zapper. Der Zapper, der kann zum Beispiel Minen legen und Minen entschärfen, das ist seine Spezialfähigkeit. Also viele Einheiten haben hier Spezialfähigkeiten. Der Nachteil an dem Zapper ist eben, er hat zwar diese Spezialfähigkeit, dass er Minen legen, entschärfen kann, Gebäude sprengen, Brücken sprengen und so weiter, aber er hat den Nachteil, er hat nur eine Pistole. Ja, also ist im Kampf nicht einfach genau wie der Schwächling. Genau, ist ein Schwächling. Gibt es denn auch Musik bei dem Spiel, weil ich höre es gerade eigentlich nicht. Der Sound hier ist auch gerade extrem leise. Kann man ein bisschen hochdrehen? Weil Musik ist halt so ein bisschen ja episch, geholt, Wie man das halt kennt. Du hast jetzt schon gerade die ganzen Einheiten angesprochen. Gibt es denn auch, wie bei Panzers, auch Helden?
Ja, gibt's auch. Warte, den hatte ich sogar gerade. Fine, sir, present, sir. Ja, das ist hier zum Beispiel der Officer. Der Officer, also im Prinzip ist es nicht so wirklich ein Held, also in Anführungsstrichen ein Held, sage ich mal. Der Officer hat die Spezialfähigkeit, dann werde ich auch schon angegriffen. Der Officer hat die Spezialfähigkeit, zum Beispiel auf ein Gebäude trifft, beziehungsweise wenn er zum Beispiel auf ein, auf ein Fahrzeug gesetzt wird oder ähnliches, dass er dann damit die Werte steigert, das heißt die Schussfrequenz steigert, die Schussentfernung steigert und so weiter. Und das ist auch in anderen Einheiten, zum Beispiel wenn du einen Scharfschützen auf ein bestimmtes Gebäude setzt. So, jetzt werde ich immer ganz schnell da hoch, weil da oben sitzt ein MG-Schütze, der setzt meine Einheiten schon ziemlich zu. Ja. Aber das macht nichts, weil ich werde ihn hier einfach mal da oben rausbringen. Sehr schön. Also das heißt auch, wenn du einen Scharfschützen auf ein Geschütz setzt, dann hat das Geschütz eine größere Schuss, Zielgenauigkeit, genau. Und wenn du ein, einen Scout draufsetzt, dann hat es eine größere Also die Einheiten beeinflussen die ganzen Vehikel. Die Einheiten beeinflussen die ganzen Vehikel, aber ihr seht schon. Das ist sehr cool. Ja, ihr seht schon, es dauert teilweise ein bisschen lang. Man kann die Spielgeschwindigkeit zwar hochstellen, aber wenn ich die Spielgeschwindigkeit hochstelle, kommt halt meistens vor, dass man nicht so mitkommt mit dem Geschehen. Jo. Aber ich werde gleich noch was zeigen, wo ein bisschen mehr los ist. Und da werde ich auch mal noch zeigen, wie man im Pausenmodus seine Einheiten bedienen kann. Bis dahin würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Kann ich schon wieder nicht. Spannung. Und jede Menge vorbei. Und auch jede Menge Mundharmonikas heute hier bei uns im Westernbereich, im Konsolenbereich. Kommen Sie rein, fahren Sie mit, halten Sie die Packung bitte gerade, damit wir sie abfilmen können. Würde helfen. Heute bei uns der Rockstar der potenzielle Rockstar-Hit. Ob es einer ist, werden wir jetzt noch erfahren. Red Dead Revolver, nicht zu verwechseln mit Dead Man's Hand, das rein qualitativ komplett in einer anderen Liga spielt, nämlich weit, weit unten, quasi wie die Engländer. Genau. Ich hatte es mir extra noch rausgeholt, weil ich dachte, wir wollen den Jungs und Mädels da draußen noch zeigen, dass das zwar ähnliche Thematik, aber unterschiedliche Spiele sind. Ja, Ego-Shooter, und jetzt wollte ich gerade hier sagen, was ist das eigentlich? Ja, es ist schon ein Shooter, allerdings mit unterschiedlichen Gameplay-Elementen, so ein bisschen Genre-Mix-mäßig. Wer True Crime kennt, der weiß so ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht, aber meiner Meinung nach besser. So. Das sind Vorschusslorbeeren. Das sind Vorschusslorbeeren. Vom Tester persönlich. Ich war auch ein wenig überrascht, weil mir im Vorfeld viele Leute gesagt haben, es hat schlechte Wertungen bekommen. Hat es auch, es hat so eine Durchschnittswertung von 75%. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Dir gefällt es wesentlich besser. Ich wollte mich gerade auch darauf hinaus, denn eigentlich war das Spiel als potenzieller Top-Hit angekündigt und dann kam es, als dann rauskam, waren aber viele eher ein bisschen enttäuscht von der ganzen Geschichte. Und das, was ich gesehen habe, während mein kompetenter Kollege neben mir den ganzen Tag über nichts anderes tat, als dieses Spiel zu spielen, hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Ja. Von daher, also ich glaube, ich werde das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anzocken, weil gerade was du auch angesprochen hast, diese unterschiedlichen Gameplay-Elemente, machen, glaube ich, eine Menge Spaß. Und das geilste Feature ist immer noch der Duellmodus. Zu dem kommen wir gleich. Also, naja, wahrscheinlich nicht gleich, aber vielleicht noch im letzten Take werden wir es noch schaffen, ein Duell zu machen. Yippie. Wir fangen jetzt direkt an und auch sehr schön, man hat jetzt gerade gesehen, in den Ladeszenen gibt es keinen Ladebalken, sondern jeweils so kleine Gun-Cutters der jeweiligen Protagonisten. In dem Moment ist es der kleine Red, ein noch nicht von Blut durchtränkter junger Mann, dessen Vater eigentlich den Glück hat sogar. So, ich würde sagen, wir sind ruhig, hören uns die ziemlich geile Synchro an und die Musik und gehen ein wenig in die Atmosphäre. Hey, Pa, where'd you get that? Isn't she a beaut? Yeah, can I hold it? She's one of a pair, only two in the whole world. Where's the other one? My partner Grip has it. We made him up special to symbolize our newfound wealth. Can I try it out? One day this fine weapon will be yours. But for now, why don't you take my old pistol? Go on down to the river and practice while I give your ma her gifts. So.
so, da ist der gute Vater heimgekommen mit einer Menge Kohle im Besitz. Das hat man gern. Und darauf geht man gleich mal ordentlich ein Wegschießen. Das war nicht so, wie man das heute macht. Nein, damals gab es weniger Alkohol. Glaube ich fast komplett nicht, ne? Gelogen, ja, aber ist eine gute Überleitung. Ja. Da gab es nur blaue Bohnen. Wie kommt es eigentlich, dass wir uns heute nicht verkleidet haben? Sonst nehmen wir doch jede sich bietende Gelegenheit, ja, um uns irgendwie. Und ich meine, das ist nun wirklich. Bietet sich an, gell? Ja. Ich weiß auch nicht genau, was schiefgelaufen ist. Wir hatten, glaube ich, also ich habe tatsächlich überlegt, habe dann aber keine Verkleidung gefunden. Und ja. Schief! Wenn ihr Westernverkleidungen habt. Wir machen ja auch nochmal einen Second First Look. Oder verkleidet euch einfach selber vom Fernseher und stellt dann einen Spiegel so auf, dass ihr euch selber aber auch immer noch uns sehen könnt. Und dann wäre es auch fantastisch. Ich finde es ein bisschen komisch, das ist mir auch vorhin schon mal aufgefallen, dass das Bild so, es wirkt ein bisschen gestreckt. Das finde ich, sieht man vor allem, wenn man sich den Controller da mal rechts anguckt. Ich meine, der Xbox-Controller ist groß und dick, aber er ist eigentlich nicht so lang. Und da frage ich mich, ob es halt eine schlechte, ist ja die Paarversion, weil eine schlechte Paarkommentierung ist. Weiß ich nicht, also du hast definitiv recht, wenn du sagst, das Bild ist ein bisschen gezogen. Liegt aber auch daran, dass meine Konsole, wir spielen gerade auf meiner, generell auf 16:9 geschaltet ist und deswegen hier das wahrscheinlich auch ein bisschen umgeschaltet wird. Bin ich mir nicht ganz sicher, müssten wir noch auf dem 4:3er ausprobieren. Aber jeder kann es daheim halt auch selbst ausprobieren. Je nachdem, wenn ihr jetzt Balken seht, dann habt ihr zumindest keinen 16:9 Fernseher. Verdammt. Das ist Interaktion. Achtung, es passiert was! Hilfe! Komm, quicker! Tja, jetzt geht's nämlich auch gleich zur Sache. Eben noch sind jede Menge Rüben zerplatzt, jetzt schon. Noch mehr Rüben. Kann man so sagen. Rote Beete-Rüben. Ja, aber wir müssen jetzt natürlich unserem Vater hier mehr oder weniger Geld bekommen. Das erwartet man natürlich. Und das wird sich garantiert auch im Taschengeld dann auszahlen. Oder du darfst eine Stunde länger aufbleiben. Ja, für jeden Kopf. Und das gefällt mir auch so am Spiel. Man kommt direkt rein. Man sieht nicht nur ein Info und muss irgendwie dann sich 10 Minuten lang was angucken, sondern man spielt es halt quasi auch selbst. Und kriegt dabei halt auch wirklich spielerisch schon fast alles beigebracht. Wahnsinn. Sowas gefällt mir persönlich halt einfach immer besser, obwohl ich so ein echter Story- und Info-Fan bin. Habe ich es dann doch lieber, wenn ich einen so erklärt hätte. Ja, und hier sieht man jetzt auch erstmal das Game, so wie es dann auch später gespielt wird, dann natürlich ein wenig komplizierter und mit mehr Gegnern und mehr Waffen und mehr Möglichkeiten irgendwo. Ich finde ja, dass jetzt schon eine Menge Gegner zumindest in der Gegend rumlaufen. Aber es ist nicht unbedingt eine Cowboy-Simulation. Es ist keine Cowboy-Simulation, da hast du recht. Es ist schon sehr actionorientiert. Und die Gegner sind jetzt im Moment, das ändert sich später natürlich auch, aber im Moment noch ziemlich dumm. Kanonenfutter. Richtiges Kanonenfutter, ja. Es gibt zwischendurch dann immer Zwischen- und Mittelgegner und auch Endgegner. Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal müssen wir unserem Vater beim Sterben zugucken. Kid, I reckon your pa's better off dead. Him being such a yellow belly and all. Yellow belly all. Mein Gott. Achtung, ganz wichtige Szene jetzt. Also wichtig wegen der Pistole, nicht wegen dem Arm. Denn jetzt gerade hat sich in der Hand das noch Human Red ein Skorpion eingebrannt, der halt auf diesen beiden Waffen war. Mhm. Und die eine Waffe hat der Vater ja gerade besessen oder hat sie eben bis eben noch gehabt. Und die andere hat halt sein Kollege, der dann letztendlich natürlich dafür verantwortlich ist, dass unser frisch gebackener Besitzer einer Goldmine hier etwas verunstaltet wurde. Mhm. Und den müssen wir dann natürlich, wenn wir ein guter Sohn sind. Und was hat das jetzt mit dem Branding in der Hand zu tun? Einfach nur, nein, das macht ihn einfach nur cooler. Ach so. So, hier sehen wir jetzt ein paar Objekte, die ich freigeschaltet habe. Es gibt nämlich eine Menge Sachen zum Freischalten im Spiel. Wir haben aber nicht mehr viel Zeit, deswegen gucken wir uns noch ganz kurz ein wenig, ja, vielleicht die nächste Filmszene an. Aber wahrscheinlich wird das auch nicht mehr hinhauen. Nee, wird nicht mehr hinhauen. Da machen wir jetzt erstmal Schluss, gehen gleich ein wenig Waffen einkaufen und dann geht's frisch ab in den Wilden Westen. Ich freue mich drauf. Seid dabei. Ihaak!
Delta Games präsentiert Red Dead Revolver. Hilflos musstest du den Mord an deiner Familie mit ansehen. Jetzt ist die Zeit für Gerechtigkeit gekommen. Liefere dir actiongeladene Schießereien mit zwielichtigen Desperados. Fordere skrupellose Halunken in spannenden Showdowns zum Duell. Neu von Rockstar Games. Red Dead Revolver. Jetzt für PlayStation 2 und Xbox. Remaining 4. Mit O2 können Sie sich jetzt ganze Songs downloaden und anhören. Unterwegs und ohne Computer. O2 can do. Unterwegs Songs downloaden. Mit O2 Genion und dem neuen Siemens SX1 Music für nur 149,95 €. Und jetzt 3 Monate keine Grundgebühr. Remaining 3. Jubiläums-Chartbox, limitiert und in Gold. Chartbox, die aktuellen Top-Hits als Serie. Rufen Sie an 0805-122-122. Jetzt 14 Tage unverbindlich reinhören. Die Chartbox, die goldenen Highlights zum Start für nur 5 Euro. Und wenn Sie noch heute anrufen, gibt es dieses Handyfeuerzeug gratis dazu. 0805-122-122. Remaining 2. Starten Sie jetzt in die Welt von DSL. Aber günstig. Dank 1000 MB Freiminuten jeden Monat surfen für 0 Euro. Und super schnell mit bis zu 3 Megabit pro Sekunde. Telefon und Internet. Jetzt einsteigen. 0180 1070 3x3. Encore, hier bin ich richtig. Remaining 1. Eine gigantische Spielwelt. 60 Waffen, 70 Fahrzeuge, 7 Spielmodi, 200 individuelle Gesten. Söldner will die Krone der Mehrspieler-Shooter. Letzte Infos vor dem Verkaufsstart. Plus die Vollversion Arcanum gibt's jetzt in der neuen PC Action. PC Action. Krass, korrekt, konkret. Download complete. Giga Games und Karstadt präsentieren das aktuelle Shopping Top 5 Highlight Splinter Cell Pandora Tomorrow. Begebe dich als Sam Fisher auf brisante geheime Mission. Alle Infos zum Spiel jetzt auf giga.de. Shopping Top 5 supported by Karstadt.de. Giga Games sponsored by Intel. Spielfreunde, ich bin heute mal relativ alleine hier im E-Sports-Bereich. Ich habe mir nämlich statt Eddie diesen jungen Herren hier direkt ans Boot geholt. Das ist nämlich Olli Mut. Hallo Olli. Hi Rudi. Und hier klingelt just das Telefon. Wenn das nicht mal Eddie war, das ist mir egal. Das ist mir ganz egal. Und wenn Eddie, naja, hallo erstmal. Wir haben uns heute was ganz Besonderes ausgedacht, denn ja, heute ist endlich der Tag gekommen, wo wir über dieses Event berichten, wenn der Kameramann mal so lieb ist und auf diese Brüste gehen würde. Das Aiken 4 Event, das wohl bisher größte Warcraft 3 Event in Sachen E-Sports, ist letzte Woche am Sonntag gelaufen und wir beide waren direkt vor Ort. Lieber Olli, vielleicht... Ja, wir haben jede Menge Spaß gehabt, glaube ich. Oh ja, oh von ja. Von Anfang bis Ende, aber jede Menge Top-E-Sport gesehen, wirklich drumherum, nicht nur die Spiele. Also, ein geniales Event hinter uns, ja, glaube ich. Vielleicht erstmal ganz kurz, wer bist du eigentlich? Ja, ja, also ich bin Oliver Muth, mein Nickname ist Foodbomb. Ich arbeite für MOG, bin bei PG, hier Giga-Liga, eigentlich alles, was so mit E-Sport in Deutschland zu tun hat.
Ja, schnupper ich gerne mal rein, ja. Dieser junge Mann ist der Godfather of Esports. Ja, wie gesagt, ich war mit ihm unterwegs. Wir haben die Reise mit den europäischen Spielern begonnen. Und alle kannten diesen Mann. Und alle, ja, wir waren eigentlich, können wir auch an dieser Stelle direkt sagen, wir waren alle eine große Familie. Und das, was wir in Shanghai erlebt haben, das war der absolute Hammer. Und wir haben natürlich ein bisschen Material für euch mit eingepackt. Ich habe einen sehr langen Artikel dazu geschrieben. Heute ist der ausnahmsweise mal im Forum. Da möchte ich euch, bevor wir euch gleich ein bisschen Movie-Material zeigen, erstmal darauf hinweisen. Dazu gehen wir einmal ganz kurz ganz normal auf die giga.de-Seite, dann auf Community und hier unten im E-Sports-Bereich, da könnt ihr draufklicken und hier gibt es das Aiken 4 Special. Ich hoffe, ihr seht das hier. Ich werde es mal ganz kurz markieren und wieder demarkieren. Und wenn ihr hier draufklickt, jetzt müsst ihr ein bisschen warten. Hier habt ihr einen mega langen Mörderbericht, den ich geschrieben habe über das Aiken 4 Event. Und ja, bevor wir jetzt weitere Worte verlieren, lass uns doch einfach mal ein bisschen den Leuten da zeigen, was wir denn so erlebt haben. Ich denke aber, wir sollten wirklich darauf hinweisen, sie sollten den Bericht lesen, nachdem wir den Film gezeigt haben, weil also jede Menge Top-Informationen darin, wo teilweise noch gar nicht veröffentlicht wurden. Jetzt die Bilder dazu. Lass uns mal reingucken. Okay. Magst du es mal starten? Ich starte es einfach mal. Aha, es ist mein Bereich, ich vergesse es. So, viel Spaß beim Gucken. Eigentlich können wir auch ein bisschen was darüber berichten, fällt mir gerade auf. Ja, bisher war es ja hauptsächlich mal von unserem Vorqualifier. Jetzt so der Trip hin. Wir haben uns alle schon in Amsterdam getroffen, war eine sehr geniale Idee von Arbit. Also alle Spieler nach Amsterdam einfliegen zu lassen. Oh, warte. Ja, das musste ich jetzt mal reinnehmen. Ja, genau, wir können auch erstmal sagen, unser Taker, der MTV Taker, der war natürlich unser qualifizierter Spieler aus Deutschland. Und ja, hier kommen wir direkt in Shanghai an, wurden königlich begrüßt und empfangen. Hier sieht man das auch nochmal. Ja, ich denke, vor Ort wirklich absolut perfekt. Und hier sieht man mal das Presseaufgebot, was uns da offenbart wurde. Und wir natürlich jetzt hinter den Reihen und nicht mit den Spielern. Und ja, das sind erstmal unter anderem die 18 besten Spieler der Welt. Unser Taker ist mittendrin, hat man gerade gesehen. Die beiden Jungs hier auf dem Boden sitzen, das ist der MTV Wizard und aus Amerika. Und der, die mich jetzt begrüßen, das ist Billy aus Spanien. Und, ja, Fatality eingeflogen. Ja, ich habe mir den Taker geschnappt und wir sitzen zwischen den 18 besten Warcraft 3 Spielern der Welt. Und Taker, wie fühlst du dich dabei? Optimal gut. Optimal gut. Also wir dürfen diesen ganzen Zirkus hier miterleben und ja, hier drängen sich schon die nächsten Mikrofone rein. Taker, was ist das für ein Gefühl in Sachen E-Sports, sowas erreicht zu haben? Ja, es ist schon auf jeden Fall ein schönes Gefühl dabei zu sein und es ist immer wieder was Neues hier. Vor allem im chinesischen Bereich, asiatischen Bereich, da ist das E-Sport-Geschehen besonders aktiv. Von daher ist immer was Gutes hier dabei zu sein. Morgen gibt es dann letztendlich das Turnier. Das heißt, du wirst gegen die besten Leute, die sitzen ja alle um dich herum, spielen. Und meinst du, du wirst da was reißen können? Ja, es wird schwer, aber vielleicht habe ich ja Glück und komme vielleicht in die Top 5. Das wäre schon optimal. Okay, ja, ich werde sehen, was ich machen kann, um die anderen Spieler wegzuhauen. Ansonsten, wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mir noch ein ganz spezielles Gourmetstückchen aus der Warcraft 3-Szene geschnappt, nämlich der Spanier, der an diesem Turnier teilnimmt. Und, well, hello Billy. Hello. So, would you like to introduce yourself? Yeah, well, my name is Daniel Mugatel. I play Human Race and I'm from Spain. Yeah, and well, we had a very, very night last night. So, yeah. Yeah, and so you're looking forward to the tournament tomorrow?
Oh, I'll do my best, and there are a lot of good players here, so everyone can win. Yeah. Er sagt natürlich, dass er sein Bestes versuchen wird und jeder eigentlich gewinnen kann. So, and is there any person, any gamer you dislike, you don't want to play against him? Against him? Yeah. So, I think Night Elf players. Night Elf players. Yeah, so that would be Esker Sweet, for example? Well, I don't care. You don't care. Er möchte natürlich nur gegen Untote nicht spielen, das liegt daran. You play a human? Yeah, except yeah. Human. Yeah, and, na okay. Wir werden uns ein bisschen Billy vergnügen, bis später erstmal. Ja, die E-Sport-Szene ist sehr, ja, ich sage mal, emotional und ich habe mir nämlich jetzt einen ganz bestimmten jungen Mann, einen Latin-Lover, angeangelt. So, would you like to introduce yourself? Hello, I'm Andres Tirtaro from Italy, for Fruit, Rocco. I play human. And what else? I'm 20 okay. years old. So, you're Benidia Latin Lover. You're a Warcraft 3 player. Yeah. Yeah. And one of the 18 best players all over the world. So, what's the feeling about this? That's really funny. Especially yeah. because we get those travel and those tourney. Yeah, sure. And press is too much. Ja, Matti natürlich. Und natürlich auch, dass wir da sind. Selbstverständlich. So, and... I'm hot, yeah, you're hot too. Okay, let's break this up. Ja. Die nächsten Spieler, die ich mir hier direkt an die Brust genommen habe, das sind die Spieler aus Holland, Frankreich und aus Schweden. So, yeah, who are you? I'm 4K Grubby, my real name is Manos Genkhuizen. I'm from the Netherlands, 18 years old. Ich bin ein Franzosen. I'm French, I'm 18 years old, my name is Anton Zedri and my gaming ID is SK Fetsi. Hello, my name is Albert Hederian, my ID is SK Himen, I'm from Sweden and I play human. Okay. Ja, die Jungs haben sich vorgestellt, ihr seht, es ist sehr multikulturell hier. And I see you have very nice t-shirts on, guys. So, AK4, what is it about? Winning a car. Yeah, it's a big tournament. I hope to have a lot of fun. Big tournament with big t-shirts, I see. Yeah. So, yeah, so this is hardcore esports. China is very famous for esports. So, in your own lands, what is this? Scene about esports scene. In my own country, esports is not as acknowledged as in like China and Korea. So, I don't have a lot of competition in the Netherlands. Well, it's nice to be here for such a big tournament with a tour in Shanghai, and I hope I will bring back the car in my country. Okay. Well, Sweden got a lot of good players, but no real sponsor or good big tournament, so it's pretty hard to qualify, but yeah. So, tomorrow there will be the tournament, at least. So, what are you going to do right now, after all these press meetings? Practicing? Yeah, practicing. Okay, what about you? Asking if we can play 1.15 instead of 1.14. Okay, and you? Yeah, get a good night's sleep, maybe. Alright, so, ja, Sie haben natürlich gesagt, Sie werden erst mal ein bisschen trainieren, hoffen, dass auf 1.15 gespielt wird und nicht auf 1.4, dazu kommen wir später. Und ja, ich werde Sie ein bisschen dafür beglücken. Ja, ich war ein bisschen nervös bei dieser unglaublichen Allmacht an E-Sports-Skills, sag ich einfach mal. Mein Englisch war jetzt auch nicht so perfekt. Ist egal, erstmal no doubt about that. Aber was wir gesehen haben, das waren natürlich jetzt gerade die besten 18 Spieler. Und ja, ganz zum Schluss wurde auch schon ein kleines, ja sag ich mal, Problem angesprochen. Es wurde tatsächlich auf Punkt 1.14 gespielt. Das heißt, die Vorgängerversion. Und du als E-Sports-Godfather kannst du da ein bisschen mehr berichten. Ja, ich denke einfach, das war eine Riesendiskussion vor Ort, aber auch wirklich nicht lange, weil die konnten sehr schnell erklären, woran es lag. Das Turnier war offiziell angemeldet beim chinesischen Staat und es war auch sehr viel, sag ich mal, offizielles Personal vom Staat vor Ort. Und wenn man sowas anmeldet in China, dann kann man das leider nicht mehr ändern. Was wir auch live gesehen haben, vor Ort, das heißt direkt beim Tournament, da waren dann auch 10 Leute mit Uniform und alles und die Spieler mussten vor jedem Match den Passport zeigen. So ist China und deswegen konnte man das Ganze auch nicht mehr ändern. Ich habe alle weiteren Infos in den Artikel gepackt, beziehungsweise in den Forum-Thread und da könnt ihr alles nachlesen, wie ihr darauf kommt. Einfach Community auf giga.de klicken und dann im Bereich E-Sports nachschauen. Wir werden euch gleich ein paar Fotos behind the scene zeigen und ein bisschen mehr über Aiken vorberichten und ihr solltet auf jeden Fall da dranbleiben. Bis gleich. Bis gleich.
Schade. Man mag es gar nicht für möglich halten, aber es haben sich doch eine ganze Menge Leute auf meinen Aufruf gemeldet, ob denn bei Ihnen Thief 3 auch flüssig läuft. Ja, wir haben ja auch eine fleißige Community. Das stimmt wirklich. Sehr lobenswert, muss man mal dazu sagen. Vielen, vielen Dank an euch, an alle, die mir geschrieben habt. Und es ist wirklich so, dass bei fast allen, so rund 95% der Leute, die mir geschrieben haben, das Spiel selbst auch ruckelt auf Systemen, die wirklich teilweise sogar besser sind als unseres. Ja, also es ist eigentlich schade, weil es eine letztendliche Version, die sollte nicht mehr so buggy sein. Ja, ist eine Verkaufsversion und wie gesagt, da wurde nicht richtig optimiert. Trotzdem, du klaust uns Zeit. Ja. Wir steigen wieder zurück ein ins Spiel. D-Day ist unser Thema. Nicht, dass ihr es vergessen habt, weil wir die ganze Zeit über Thief geredet haben. Ich bin jetzt einfach mal weitergesprungen, eine Mission. Ich werde das jetzt auch noch mal ein bisschen heller machen hier. Das ist aber sowieso schon eine Tagmission, also müsst ihr eigentlich schon ein bisschen mehr sehen. Und ja, also hier habe ich gerade mal ein gutes Beispiel, wie man zeigen kann, wie eine bestimmte Einheit die Fähigkeit von einer anderen, von einem Fahrzeug verändern kann. Also hier seht ihr gerade einen Panzer. Zur Erklärung kurz, der äußerste Ring ist der maximale Feuerradius, der innerste Ring ist, also der äußerste und der innerste Ring schränken den Feuerradius ein. Wenn eine Einheit näher dran ist, kann er nicht mehr darauf schießen, wenn es noch Soldat ist, weil ist klar, die Kanone, das Hauptgeschütz, das heißt, sie hat nur einen bestimmten Bereich bewegen. Ab da kann er halt nur noch mit dem MG schießen. Und ja, und diese andere Linie, die ich gerade auch schon mal gezeigt habe, die aussieht wie ein Kompass oder wie eine Uhr, das ist der Sichtradius. Also weit kann er sehen, aber wenn eine Einheit weiter vor ist, das Gelände sozusagen aufgedeckt hat, kann er auch weiter schießen. So viel zu der Erklärung. Und wenn ich jetzt mal hier auf den Panzer klicke und jetzt den Scout rausnehme, dann seht ihr sofort, der Radius wird kleiner, indem er sehen kann. Da steht auch Visibility Reduced. Also er kann nicht mehr so weit sehen. Sprich, das schränkt ihn natürlich als Einheit auch ein im Gefecht. Wenn ich den Scout wieder reinsetze, dann wird der Sichtradius natürlich wieder größer. Und ja, und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir steigen mal in den Jeep. Ich habe da natürlich mir schon was ausgedacht. War eine kurze Demonstration dessen, was passieren kann, wenn ihr gedankenlos drauf losfahrt in diesem Spiel. Nämlich das. Kannst du mal vielleicht ein bisschen näher an die Einheiten ranzoomen, dass natürlich man die auch mal ein bisschen detaillierter anschauen kann? Oder von also ich habe jetzt auch die Geschwindigkeit ein bisschen. Also man kann die auch, also die Grafik ist schon relativ detailliert. Muss man auch sagen, ist ja auch von Monte Cristo, die haben ja auch Africa Core abgeliefert und ich würde sagen, das ist ja so eine Art Nachfolger dazu, oder? Ja, also auf jeden Fall. Aber wobei ich, wie gesagt, Grafik ist natürlich jetzt ein bisschen besser hier. Und was ich halt auch ganz nett finde, man kann auch rumschwenken. Ja. Und so kriegst du natürlich auch immer einen besseren Übersicht über das Schlachtfeld. Sag ich mal. Ich muss sagen, es steht Panzer ist nicht in so viel nach. Nö, also muss schon sagen, Panzer sieht noch ein Stückchen besser aus. Ein bisschen, aber nicht, also ich sag mal, nicht so viel. What's next, und auch vom Gameplay her ist es nicht so viel anders. Aber ich habe ja hier meinen Zapper, den habe ich ja gerade schon erwähnt. Der hat ja die Möglichkeit, Minen zu entschärfen. Und er hat nicht nur die Möglichkeit, Minen zu entschärfen, denn ihr seht ja, gerade wo der Jeep hingefahren ist, da lag offensichtlich eine Mine, die wir nicht mal gesehen haben. Die wir nicht mal gesehen haben. Und auch der Zapper kann die Mine nur sehen, wenn er ausgestiegen ist. Und hier seht ihr die kleinen roten Fähnchen, das sind alles Minen. Ah. Mhm. Und die Säcke. Genau, die Säcke. Und die kann ich jetzt dann auch einfach mit dem entschärfen. Kann ich jetzt einfach mit dem Zapper entschärfen. Ihr seht, und dann so kann ich natürlich Stück für Stück den Weg für meine Einheiten, für meine Fahrzeuge freiräumen. Ihr seht, inzwischen habe ich auch was dazu bekommen, nämlich Air Recon. Das ist Luftaufklärung, damit kann ich das Gelände ein bisschen aufklären. Also da unten werden zum Beispiel die ganzen Spezialeinheiten angezeigt. Genau, Airstrike und Paratroopers, also Fallschirmjäger im Endeffekt. Das Ding ist halt, die kriegst du immer nur zugeteilt. Das heißt, die kriegst du entweder in der Mission oder du kriegst sie halt nicht. Das heißt, die kannst du dir nicht aussuchen oder sonst irgendwas. Eigentlich kriegst du alle Einheiten immer nur zugeteilt und du hast keine Möglichkeit, dir jetzt welche zu kaufen. Yes, oder my Lieutenant Colonel. Also man muss auch wirklich mit seinen Einheiten taktisch umgehen. Man darf die nicht einfach wie blöde ins Gemetzel schicken, weil dann sind sie alle weg. Und man kann sich die einfach an der Basis, wie bei Command & Conquer Generäle, einfach neu bauen. Genau. Und das macht eben dieses Spiel auch so extrem taktisch im Endeffekt. Also, dass ihr wirklich überlegen müsst, wie setze ich meine Einheiten ein, damit es hinterher keine Katastrophe gibt, so ungefähr. So, ich habe jetzt auch einfach mal den nächsten Spielstand geladen, weil jetzt die ganzen Minen zu entschärfen, das würde ewig dauern, oder relativ lange dauern. Und so viel Zeit haben wir ja nicht. Und hier bin ich schon an der Stelle, da bin ich kurz davor, diese Straße hier für unsere... Also ihr seht hier oben, rechts North Road Access, West Road Access und so weiter, alles Access, sprich die Deutschen. Und meine Aufgabe ist es, alle Straßen für die Alliierten frei zu machen. Und das werde ich natürlich auch tun. Hier könnt ihr sehen, die Panzer haben sich eingegraben. Ja, sagt man. Natürlich effektiv.
effektiv natürlich, können schwerer getroffen werden und verlieren auch weniger schnell ihre Energie. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann mache ich einfach Dig in, Dig out und dann bauen sie diesen Kram wieder ab und dann können sie auch weiterfahren. Aber so, wenn man sie eingreift, dann hat man halt praktisch so eine Art stationäres Geschütz. Ja. Das ist also dann in dem Moment ganz praktisch. Finde ich auch sehr nett, dass man jetzt gerade so die Abgase hinten bei den Panzern sieht, ja, wenn man losfährt. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Auch sehr detailverliebt. Auch die Soundeffekte, so die Kettengeräusche. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, es ist ganz gut. Was auch ganz cool ist, man kann beim Panzer zum Beispiel, man kann seinen Panzer mit Befehle erteilen, speziell die Ketten anzugreifen, die Geschütztürme anzugreifen, also die Sachen anzugreifen, wo man denkt, das ist jetzt für mich das Wichtigste. Ja. Und wenn ich zum Beispiel sage, der Geschützturm muss auf jeden Fall weg, dann kann er mich schon mal nicht mehr beschießen. Nee, das sind die Panzer. Jetzt gleich werden nämlich von hier lauter deutsche Einheiten kommen. Und ich würde sagen, wir machen das gleich aber auf jeden Fall weiter. Aha. Und dann werde ich nochmal zeigen, wie man Gebäude besetzt und auch wie man im Pausemodus zum Beispiel Befehle erteilen kann, wenn es mal ein bisschen hektischer wird. Sehr cool. Bleibt auf jeden Fall dabei bei D-Day, bei dem AD und bei mir. Werden Sie Teil einer einzigartigen Geschichte mit dem Echtzeitstrategie-Highlight des Sommers. Ground Control 2 am 18. Juni im Handel. Remaining 2. Die Jubiläums-Chartbox. Limitiert und in Gold. Chartbox, die aktuellen Top-Hits als Serie. Das Startangebot für glatte 5 Euro. Rufen Sie jetzt an 0805 85 11. Testen Sie die Chartbox Highlights mit Thomas Anders. Sarah Connor. Martin Kisicki und vielen anderen. Alle zwei Monate neu. Jetzt 14 Tage unverbindlich reinhören. Immer mit Rückgabegarantie. Die Chartbox, die goldenen Highlights zum Start für nur 5 Euro. Und wenn Sie noch heute anrufen, gibt es dieses Handyfeuerzeug gratis dazu. 0805 85 11. Bestellen Sie jetzt. Eine gigantische Spielwelt. 60 Waffen, 70 Fahrzeuge, 7 Spielmodi, 200 individuelle Gießen. Söldner will die Krone der Mehrspieler-Shooter. Letzte Infos vor dem Verkaufsstart. Plus die Vollversion Arcanum gibt's jetzt in der neuen PC Action. PC Action. Krass. Korrekt. Konkret. Download complete. Berlin. Live aus der Hauptstadt. Giga Real. Die neue Show mit Jochen und Christoph. Nachrichten und Politik für die Generation Ed. Um 20 Uhr live bei NBC. Bei NBC. Counter-Strike, Warcraft 3 und Pro Evolution Soccer 3. Das große Zusammentreffen der E-Sportler Deutschlands. Macht mit und qualifiziert euch für die Teilnahme am Electronic Sports World Cup in Frankreich. Die German Finals im Rahmenprogramm der Generation M. Giga Games. Sponsored by Intel. Ja,
hallo liebe Leute, es ist Max-Zeit und das heißt, zumindest wenn man die letzten Wochen in als Bewertung ranzieht, nur Unreal Tournament, aber das hat heute ein Ende, denn wir zocken heute Enemy Territory, ein Spiel, was ihr schon seit langem wieder sehen wollt, was von euch viel gefordert worden ist. Aber bevor wir daran einsteigen, noch ein kleiner Rückblick zur letzten Woche. Da haben wir nämlich als krönenden Abschluss der Show Something Unreal Woche einmal die Piddly's Chance Mod gezeigt. Und da gab es eine lustige Szene, in welcher der Hauptdarsteller im Büro des Chefs saß und der Chef hat sich tierisch drüber aufgeregt, dass wir seinen Kaffee verschüttet haben. Und zu dieser Szene haben wir euch dann eigentlich eher scherzeshalber aufgerufen, doch mal dann ein kleines Lied draus zu machen mit diesem Soundfile. Und tatsächlicherweise haben uns zwei Leute dazu ein kleines Stück geschickt und das wollte ich auch einfach mal zeigen, damit es nicht umsonst ist. Ganz kurz zum Anfang, und zwar einmal ist es von dem Rudolf Neigel dieses Lied. Geht also insgesamt 53 Minuten und der Anfang ist das Beste, weil da kommt nämlich der Text. Und als zweites noch einmal ein Lied von Querlaut, das ist wohl eher ein Nick. Das ist 3 Minuten 42 lang, das werde ich natürlich nicht in seiner Länge zeigen. Aber auch da gibt es zumindest eine Szene, in der dann diese Soundfiles integriert worden sind. Ah, alles so ein bisschen technomäßig, Trance, House, was auch immer. Irgendwann kommt dann auch im Laufe dieses Liedes einmal ein kurzes Stück. Naja. Jedenfalls vielen Dank erstmal an die beiden, die sich die Arbeit gemacht haben und da ein Lied rausgemacht haben. Und wir gehen jetzt gleich über zu Enemy Territory. Und zwar heute konnten wir es leider nicht ankündigen, wie es normalerweise gewohnt seid, in einem ganz normalen On-Air-Artikel, sondern wir sind ausgewichen im Forum und da ist natürlich, wie sich das für den Max-Bereich gehört, das Thema angekündigt worden hier im Mods, Maps, Patches, Tools und Peripherie-Forum. Da gibt's dann also eine kleine Info. Dazu, da haben noch nicht viele Leute was so gepostet, wahrscheinlich, weil eben viele das auch gar nicht gefunden haben. So, wir haben einen Server aufgesetzt, wir haben es geschafft, tatsächlicherweise, er läuft auch, und zwar ist die IP, die sage ich kurz einmal, 213.146.191.252. Das Passwort, das werdet ihr gleich erfahren, wenn ich auf den Server gehe. Und zwar mache ich das hier mit dieser Verknüpfung. Und wir spielen ja heute die Pro-Mod, und das heißt, wenn ihr jetzt Enemy Territory installiert habt und haut dann die Pro-Mod drüber, dann müsst ihr natürlich die Verknüpfung mit der Exe-Datei ein bisschen ändern, damit gleich die Pro-Mod gestartet wird. Und zwar zeige ich euch mal ganz kurz, was ihr da noch zuschreiben müsst. Das ist hier einmal, wenn ihr die Verknüpfung aufruft und dann unter Eigenschaften, dann steht hier diese kleine Zeile noch. Hinter den Gänsefüßchen plus Set fs-game. ET Pro. Das müsst ihr also noch anfügen und dann wird automatisch gleich die Pro-Mod von Enemy Territory gestartet. Und dann können wir hier auf Play Online gehen und auf Connect to IP und dann eben die IP, die ich eben schon durchgegeben habe, 213.146.191.252. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann möchtet ihr ein Passwort haben. Und das Passwort lautet folgendermaßen: Osmose. Die Leute, die mit Bio geplagt sind, noch in ihrer Schulzeit, die werden wissen, was Osmose ist. Vielleicht ist ja trotzdem jemand interessiert und schreibt nochmal ausführlich ins Forum, was Osmose ist. Und jetzt sind wir schon im Spiel. Ich bin natürlich jetzt fast alleine der Traxer, der mir immer hilft, wenn ich Probleme habe mit dem Server oder wenn es darum geht, dass er mal einen aufstellt, ist sicherlich auch schon mit drauf. Wir gehen zusammen auf die Seite der Alliierten. Und bei dieser Map kommt es darauf an, dass die Alliierten ein panzerbrechendes Geschütz zerstören, ein 75mm Geschütz, zwei der Art sogar, und sich dann in eine alte Stadt quasi einschleusen und die erobern, während natürlich die Achsenmächte das verhindern müssen. Hier können wir uns auch die Klassen wählen. Ich wähle jetzt einfach mal einen Soldaten mit der ganz normalen Thompson-Waffe. Die hat sich bewährt im Kampf. Excellent. So, und dann schauen wir mal. Hallo. Ja, das ging ja fix. Da haben wir schon jede Menge Leute drauf. Hallo, hallo. Und es wird eifrig gechattet. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, Jungs, denn wir haben eine Mission. Wir müssen jetzt hier diese 75mm Kanonen ausschalten. Hallo. So, wer bist du? Kommst du mit? Hallo. Traxer. Hallo. Hallo, ja. Hi. Hier wird immer eifrig gechattet, was natürlich irgendwann auch auf die Nerven geht, wenn jeder immer Hallo sagt. Ich sage einfach mal einmal Hallo. Dann hat sich's vielleicht. So. Egal. Welcome. So. No problem. Zack. Und jetzt wollen wir auch gleich loslegen. Was ich an
Enemy Territory persönlich immer sehr cool finde, ist die Hilfsbereitschaft der Leute und auch das taktische Verständnis. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem Medic schreie, dann kommt in aller Regel auch wirklich ein Medic und wirft mir dann ein Medizinpaket hin, was leider nicht bei allen Shootern der Fall ist. Ja, und jetzt werde ich hier penetriert. Da hinten ist er. So, den ersten haben wir erwischt. Und das ist natürlich eine passende Gelegenheit, denn mit diesem ersten wunderschönen, fantastischen Frag und nicht wie sonst immer mit einem Ton werde ich mich verabschieden und viel Spaß und meine Kollegen, wir sind gleich nochmal da und dann heißt es wieder Enemy Territory. Ich muss sagen, ich mag den Montag. Da startet man so richtig voller Energie und viel frischem Elan in Giga Games so richtig rein und das macht einfach Spaß. Ja, spaßig geht's auch weiter für die nächste Stunde mit Giga Games, denn ihr wisst ja, die erste Stunde ist ja leider schon vorbei. Allerdings wartet weiterhin eine schöne Schmankerl auf euch. Im PC-Bereich gibt es D-Day. Ein Echtzeitstrategiespiel, das versucht, Panzers Konkurrenz zu machen. Der AD ist gerade nicht am Platz, aber der wird euch gleich noch ein bisschen was von D-Day zeigen. Dann haben wir die Consoleros, die heute ihre Pistoleros zücken. Zwar mit Red Dead Revolver, dem Cowboy-Spiel mit Leone und Bud Spencer im Konsolenbereich. Dann gibt's natürlich auch noch den Max-Bereich. Da ist der Nils schon, wird er noch ein bisschen was berichten. Und dann gibt es auch noch jede Menge Infos zur ESWC. Ja, das sind sie schon, die Themen für die nächste Stunde Giga Games. Bleibt dran, denn ja, die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ich muss Danke sagen, und zwar für ein... Du musst nicht, du willst, mein junger Padawan. Ich, du willst. Natürlich will ich. Ja. Ich muss aber auch Danke sagen. Mir hat nämlich der Christoph, ich hoffe, ich habe es richtig, Christopher Doms, den Rest kann ich nicht lesen, dieses sehr, sehr schöne, übrigens limitierte Resident Evil Comic-Sammelbuch gemacht, vermacht. Ich hoffe, es ist sogar die, da gibt es nämlich eine indizierte Comic-Folge. Die ist da eventuell drin, muss ich mal nachschauen. Cool finde ich, dass er schreibt, sollte ja, das so unleserlich sein, schicke mir eine Mail an, was man auch nicht lesen kann. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall ein Dankeschön. Das war dieses und jetzt kommen wir aber wieder zum eigentlichen Thema, nämlich, Moment, jetzt habe ich hier schon nicht Dead Man's Hand. Hand. Das ist aber gar nicht unser Thema. Da ist es. Wir haben nämlich heute Red Dead Revolver und ihr wart eben schon dabei, wie wir Zeuge wurden des tragischen Todes unseres Mentors, unseres Vaters, durch... Gute Reihenfolge. Ja. Erst Mentor, dann Vater. Und dann der Vater, der Mentor Erzeuger, war. Geldgeber. Solange er kein Dementor war. Ja, und so schließt sich der Kreis. Wir haben nämlich gerade eben über Harry Potter geredet. Und... Django. Ich bin der festen Überzeugung, mal bereite du ein bisschen vor. Ich bin der festen Überzeugung, weil das ist nicht eigentlich in Wirklichkeit Professor Lupin. Erkennt ihr ihn, ne? Das ist doch hier. Das wäre total cool, wenn man das ja tatsächlich so ein bisschen näher zeigen könnte. Denn dann sieht man tatsächlich, dass der hier genau dieselben entstellenden Narben hat, wie der neue Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Okay, Achtung, ich habe alles vorbereitet. So. Der lädt doch jetzt noch 5 Minuten. Jetzt sehen wir nämlich doch Red. Da wartet doch, da sehen wir nämlich. Eben gerade haben wir ihn als jung gesehen. Jetzt schon als erwachsener Mann. Und die Striemen, die der Michael gerade angesprochen hat, die sind, also die sehen für mich mehr aus wie Narben, wie wenn man in so einen Zaun reinlaufen würde. Weil die gehen auf beiden Backen halt so, ja, wie die kleinen Nasenhaare von einem Kanickel nach links und rechts. Interessant. Und machen ihn so ein bisschen niedlich. Würde aber auch derselbe Effekt sein, wenn man so Peitschenstriemen über das Gesicht gezogen bekommt. Da hast du recht. Vielleicht erfahren wir das noch. Ich persönlich bin jetzt gerade im letzten Level und habe noch nichts gesehen, wo das erklärt wird. Fände ich jetzt aber auch nicht schlimm. So, jetzt wird erstmal ordentlich eingekauft. Damit kann man, also mit diesen einzelnen Sachen hier kann man sowohl Tagebüchereinträge als auch Showdown-Charaktere und Showdown-Levels freischalten. Das sind so die Bonus-Sachen und jetzt geht's weiter in der Story. You're holding out on us, old man.
with that crook. What the hell are you looking at? Fill him full of lead. Oh Mann, sind die hässlich. Okay, den beiden sieht man halt schon an, dass sie echt nicht gut gelaunt sind. Aber das hat auch nicht wirklich uns nicht viel zu kümmern. Denn wir haben ja auch mal Niedel gemacht. Okay. So, wir müssen jetzt nämlich hier auf die Einführung lassen wir hier mal aus. Auf die etwas harte Tour merken, dass dieses komplette Dorf da hinten, diese Kleinstadt, von mehreren Banden quasi bevölkert wird und eigentlich sowas wie Recht und Ordnung gar nicht mehr kennt. Du meinst also drei Häuser? Ja. Das erinnert mich an ein Heimatdorf. Da, wo ich herkomme, ist das irgendwie Hundehütte mit angrenzenden Boudoir. Das trifft's auch ungefähr. So, wo werde ich denn jetzt eigentlich aufgeschossen? Das habe ich irgendwie gerade... Oben von den Steinen rechts. Jetzt links. Na, da gell? Hoch. Ach, du meinst die dicken Steine hier, ja, da hast du vollkommen recht. Stimmt. So. Au, good shot. So, jetzt könnte ich an der Stelle auch mal kurz den Sinn und Zweck dieses Tutorials zeigen. Der ist nämlich eigentlich mir zu erklären, wie ich hinter diesen Hindernissen Deckung nehmen kann. Ja, und dann eben Steine und Mauern, genau, und sowas. Also das ist wirklich eine Sache, die finde ich gut bei aktuellen Titeln, dass es immer mehr so, immer mehr in den Mittelpunkt rückt, dass man eben auch die Umgebung benutzen kann. Hier ist es teilweise auch so, dass man die Umgebung nur zwar als Deckung nutzen kann, die aber auch zerschossen werden kann. Also nur an speziellen Deckungen, ja, nicht überall. Aber das ist schon sehr geil, wenn man denkt, okay, ich werde hier gerade geschossen, gehe ich hier mal in Deckung und das hält ungefähr ein paar Sekunden. So, und das ist jetzt der Dead-Eye-Modus. Der ist so das ganz Besondere. Da können wir nämlich, Achtung, Revolvermann-mäßig so richtig aufräumen und mehrere Ziele markieren, die dann auf einen Schlag losgelassen werden. Ja, also das ist echt ein sehr, sehr cooles und neues Feature. Was mir auch wirklich gut gefällt. Weil man sieht halt auch, ne, du in dem Moment, wenn du drauf drückst, dann klebt sich das Fadenkreuz sozusagen auf diesen Körperteil, den du in dem Moment im Visier hast. Und sobald dann loslässt, machst du so ratatatatat. Genau. Alles ist echt schon, gefällt mir gut. Damn, ja, gefällt mir auch gut, macht auch Spaß. Meistens machen mir dann diese Spezialattacken auch am meisten Spaß. Und hier ist es halt auch so, dass man damit am meisten anfangen kann. Ja. Die haben aber auch wirklich, die machen auch einen Sinn. Auch wenn man jetzt ein bisschen ins blutige Detail gehen muss beim Spiel. Aber mehrere Leute mit Kopfschüssen zu erledigen auf einmal ist halt einfach wesentlich energiesparender für sich selbst, als wenn man da ewig schießt. Du siehst ja, mit Kopfschüssen hat man hier auch einfach ein bisschen mehr Chancen, weiterzukommen. Ja, und man macht es ja nicht, weil es so schön viel Ketchup gibt im Spiel, sondern weil es dann tatsächlich einfach die schnellste Möglichkeit ist, wie man dann durch die Gegner durchkommt. Also gerade später hat man fast keine Chance mehr, wenn man nicht wirklich auf vitale Ziele vital. Ja, geht. Man kann allerdings auch sich aufs Herz konzentrieren. Auch da gibt es dann später, besonders im Duellmodus, wieder eine Möglichkeit. Werden wir aber noch zeigen. So, jetzt habe ich hier die Wahl zwischen der alten Pistole, da sehen wir uns mal die Werte an, dann dem Revolver und dem Sechsschüsser. Ich tendiere ja zu dem Sechsschüsser, aber der Revolver... Der Schaden ist halt wichtig. Ich könnte hier nochmal ganz schnell reparieren, kostet mich nur $2, hat aber auch nicht viel gebracht, deswegen lasse ich es mal so. Aber hier bleibe ich auf jeden Fall bei dem Old-Gewehr. Und ja, Messer, mehr habe ich im Moment noch nicht. Schon wieder eine Beziehung zu Harry Potter, ne? Owl, ne? So. Ah, die Eulengewehr, ja. Wir befinden uns hier praktisch im dunklen Turm des Konsolenbereiches. Wir finden Verbindungen, wo andere Leute keine mehr finden. Ja. Oder auch nie. Ich hatte heute sonst ja nichts zu tun. Ich hatte sonst nichts zu tun, außer mir über sowas dann Gedanken zu machen. Take a look around, there ain't much here, I got nothing to offer you. The Ugly Gang has done destroyed my town. Yeah, town. that damn dog gone and leave himself all over them fancy boots of yours. Damn varmint. Schlechte Idee. Okay, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss und danach wird dieses kleine Dörfchen ein wenig entvölkert. Das ist unsere Aufgabe, wir sind ein Revolverheld, wir haben es uns nicht ausgesucht, nee. Wir wurden durch unsere Erziehung dazu gezwungen und vor allem durch dieses traumatische Erlebnis in frühester Kindheit den Vater zu verlieren. Da ist es nämlich wichtig, ja, merkt ja, euch ja, das. Ja. Also, wenn ihr jetzt Kinder seid, dann
Geht besser mal ins Bett, verdammte Scheiße. Nein, nein. Ab, ab! Nein, das ist unser Einzel. Ausschalten! Gut, okay. Jetzt. Mit O2 können Sie sich jetzt ganze Songs downloaden und anhören, unterwegs und ohne Computer. O2 can do. Unterwegs Songs downloaden mit O2 Genion und dem neuen Siemens SX1 Music für nur 149,95 €. Und jetzt 3 Monate keine Grundgebühr. Remaining one. Eine gigantische Spielwelt. 60 Waffen, 70 Fahrzeuge, 7 Spielmodi, 200 individuelle Gesten. Söldner will die Krone der Mehrspieler-Shooter. Letzte Infos vor dem Verkaufsstart. Plus die Vollversion Arcanum gibt's jetzt in der neuen PC Action. PC Action. Krass, korrekt, konkret. Download complete. Lust auf Shoppen? Dann sind Sie hier genau richtig, denn NBC präsentiert den RTL Shop. Bei uns gibt es hochwertige und exklusive Markenprodukte, live präsentiert von unserem kompetenten Moderatorenteam. Einfach anrufen und bestellen von zu Hause aus, natürlich ganz ohne Risiko. Ihr RTL Shop bei NBC. Montag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr, Samstag von 12 bis 15 Uhr und Sonntag von 13 bis 16 Uhr. RTL Shop bei uns macht Einkaufen Spaß. Giga Games, sponsored by Intel. Zuschauer, wir sind wieder direkt hier aus dem E-Sports-Bereich mit den geilsten News aus Shanghai, nämlich von dem Ekken 4 Event. Und erstmal zusammenfassend, vielleicht in 3 Worten, was würdest du dazu sagen? Boah. Zu dem gesamten Event würde ich sagen, erstmal faszinierend, E-Sport, Perfektion. Das waren 3. Ja. Fertig. Wir haben nicht so viel Zeit, denn wir haben natürlich noch ein weiteres Movie für euch. Und bevor wir in das Movie steigen, möchte ich euch natürlich erstmal ganz kurz die Seite zeigen. Ja, die jetzt gerade natürlich ein bisschen lädt. Nichtsdestotrotz auf der Internetseite www.aken4.com. Dort werdet ihr alle Informationen finden. Natürlich auch auf giga.de. Morgen werden wir die komplette Coverage, das heißt mit den 400 Bildern, die wir gemacht haben, mit den Downloads, mit den Replays und so weiter und so fort, alles auf unserer Seite haben. Aber jetzt genug der tollen Worte, gehen wir direkt ins Movie. Ja, ich denke, der erste Movie hat schon richtig Hunger auf mehr gemacht. Ja, wollen wir starten? Also, ja, starten wir mal. Ja, Gas ab die Hände hier. Herzlich willkommen zum AK4 großen, zum großen Finale und wir starten jetzt einmal direkt rein. Ja, ich musste Flagge zeigen, deswegen habe ich erst mal mein Giga-Shirt angezogen.
wenigen Sekunden startet das Event, aber ich möchte mir die Chance nicht nehmen lassen, im Namen für Giga Games einmal vor die Bühne zu gehen. Und hallo, das sind einmal die Spieler und die möchten wir einmal ganz kurz Giga, hey! Herzlich willkommen, liebe E-Sports-Freunde. Wir befinden uns direkt in Shanghai beim großen Akin 4-Finale. Ja, und hier geht definitiv die Post ab. Und vielleicht kann man das im Hintergrund sehen. Wilde Horden asiatischer Fans des E-Sports haben sich hier angefunden, um den 18 besten Warcraft 3-Spielern der Welt beim Spielen zuzugucken. Ja, unser lieber Taker ist dabei und ob er es machen kann, das werden wir gleich sehen. Aber jetzt stellen wir euch erstmal die ganzen Spieler vor. Das kommt mir jedes Mal verdammt vor wie Akin 4 Musik. Ja, bin ich gut erwischt, oder? Ja, ich muss ja sagen, Brudi war die ganze Zeit darauf aus, mich zu erwischen. Das stimmt halt gar nicht. Aber hier starten wir einfach mal wieder unsere Moderation, lieber Olli. Denn ja, jetzt gleich werden die Spieler einzeln auf die Bühne gehievt oder werden aufgerufen. Und jetzt, liebe Zuschauer, das ist asiatisches E-Sports-Flair. Das ist die Reaktion auf ich würde mal sagen, schon fast Sexsymbol. Ja, Clubby, also dort für die Jugend. Wie die Backstreet Boys in ihren besten Zeiten in Deutschland, würde ich mal sagen. So, und genau. Dieser junge Mann, den ihr hier seht, das ist 4K Grubby, also vom Clan 4 Kings. Und ja, er ist ein Holländer, nichts gegen Holländer, auch wenn morgen Deutschland gegen Holland spielt. Dieser junge Mann hat es definitiv drauf. Und er galt als einer der Top-Favoriten. Und ja, er hatte einige Probleme mit dem Patch 1.15. Nichtsdestotrotz hat er genial gespielt. Natürlich, ja. Ich meine, er war einer der wenigen, die wirklich hart unter dem Patch gelitten haben. Viele der anderen Favoriten waren Nachtelfen oder Undeads, die haben nicht so gelitten, beziehungsweise vielleicht sogar eher profitiert. Aber er als Ork, also gut ab, was er trotzdem geleistet hat in dem Team. So, genau, diesen jungen Mann. Wir haben jetzt außerdem einen ausgelassen, den wir ausgelassen haben, der jetzt sozusagen neben dem Grubby steht, neben dem Holländer, das ist der Pole Krazik, heißt er. Und genau. Der sich gerade verbeugt hat, das ist unser lieber Corey vom Clan Medium Makers aus Dänemark. Einer der beiden skandinavischen Qualifizierten. Und jetzt kommt ein ganz komischer Junge, den kenne ich halt gar nicht. Und ich weiß auch nicht, was soll der da überhaupt? Ich meine, ich glaube, der hat in Deutschland so im Fernsehen mal was gewonnen und dann durfte deswegen nach China fliegen. Was man jetzt echt mal kurz sagen muss, unser lieber Taker, der sich jetzt wahrscheinlich selber zu Hause sieht, der ist leider ein bisschen krank und er hat morgen mündliche Abi-Prüfung. Ja. Daher kann er leider nicht heute bei uns sein. Wir grüßen an dieser Stelle einfach nochmal. Hallo Taker. Wenn du das hörst, dann schreib mich an. Ich denke, das baut ihn richtig auf, ihn das nochmal zu sehen. Wobei man auch sagen muss, also ich habe das erste Mal in meinem Leben Taker nervös gesehen in China. Oh, ja. Also vorher war es wirklich Taker, die Ruhe in Person. Und also in China, Hut ab, da konnte er auch einmal zittern. Und dieser junge Mann, den man gerade eben gesehen hat, bevor dieser krasse Applaus losging, das war Tag Bond, der Engländer, und dieser junge Mann wird hier ebenfalls gefeiert. Der wirkt ein bisschen unbeholfen. Das ist Deadman. Die E-Sportler unter euch, die werden ihn kennen. Das ist, ja, ich weiß nicht, APM 70, wird vielen Leuten was sagen. Und er wurde ein wenig von den europäischen Spielern, ja, ich sag mal, nicht belächelt. Aber sie haben nicht erwartet, dass er so unglaublich krass spielt. Ja, ich denke einfach, als 15-jähriger Russe, der mit seinem Vater anreist, extrem schüchtern ist, hat man es einfach schwer, auch gegenüber den Spielern. Und jetzt haben wir gerade Fadzilio gesehen, auf die Bühne gehen, der französische Vertreter. Er ist da genau das Gegenteil, genauso wie He-Man. Beide sehr offene Spieler, finden sofort neue Freunde, wobei es auf dem Event fast keine neuen Freunde zu finden galt. Es war wieder die große alte E-Sport-Familie beisammen, muss ich sagen. Ja, du kennst die natürlich alle. Die haben sich ja letztes Mal auch alle in Korea schon getroffen, oder größtenteils.
Wen haben wir jetzt hier? Das ist Billy, ein ganz besonderer, ja, Spezialjunge, möchte ich mal sagen. Er kommt aus Spanien und er ist leider schon direkt in der ersten Runde gegen den King of Towers rausgeflogen, der dann in der zweiten Runde gegen Taker gespielt hat. Und wie wir alle wissen, ja, er heißt ja nicht nur Taker, sondern auch Tower. Und dieses Match, meine lieben Leute, das empfehle ich euch nur. Die Replays gibt es natürlich dazu direkt auf giga.de. Heute noch nicht, aber morgen oder in den kommenden Tagen, das garantieren wir euch. Und ich muss leider jetzt schon zum Ende kommen. Ich werde nochmal ganz kurz, ja, hier vorne, das ist der Gewinner. Da wollte ich hin, MTV Wizard aus den USA. Alles nachzulesen auf giga.de in dem Forum. Diesmal nicht auf der Internetseite leider. Und ja, ich mache das mal kurz aus, damit der Sound weg ist. Ihr könnt euch natürlich alles durchlesen. Ich habe einen 400.000 Seiten langen Artikel geschrieben. Zieht ihn euch rein in dem Forum von giga.de. Morgen gibt's den Artikel ganz normal auf giga.de im E-Sports-Bereich. Und ja, wir sehen uns gleich erstmal weiter. Natürlich war's das mit Elkin vorne nicht. Morgen werden wir nochmal direkt, ja, ich sag mal, Takers Strategie inspizieren. Also, bis gleich. Ja, diese E-Sportler, das sind schon eifrige Jungs in dem Fall, die haben ganz schön was drauf. Ähnlich viel drauf haben auch all die Leute, die jetzt zusammen mit mir auf dem Server zocken. In der Tat sind es nur 20, die aktiv teilnehmen können. Alle anderen müssen sich mit dem Spectaten zufrieden geben, das liegt aber an der Karte. Die Karte ist so eine Art Invasionskarte, das heißt, die Amerikaner müssen einen Strandabschnitt einnehmen und dann weitere Missionsziele befolgen. Und wir sind schon kräftig am Machen und kommen gar nicht voran, weil die Achsenmächte doch sehr gut verteidigen. Und wenn wir jetzt einfach mal auf meinen Rechner springen, dann werden wir sehen, dass ich hier schon stehe. Habe mich gerade hinter einem Felsen versteckt. Da bin ich mich einen der zahlreichen Kugeln abbekommen, die hier durch die Lüfte sausen. Oh, gerade habt ihr eine Animation gesehen. Gut, dass wir es schon nach 11 haben. So, ich habe jetzt einmal die Waffe gewechselt und das hat mir Geist gemacht. Ich bin trotzdem hinüber. Steige jetzt noch einmal hier in dieses Einstiegsmenü ein und suche mir jetzt vielleicht einfach mal einen anderen Charakter aus. Ich werde jetzt einfach mal Mediziner. Ich wollte früher immer Arzt werden, bis ich gemerkt habe, dass ich kein Blut sehen kann. Deswegen jetzt Mediziner. So, hier, komm, will einer was? Ich stelle mich echt in den Dienst der Truppe. Und ihr seht schon, also da ist echt kein Durchkommen. Hier vorne, jetzt, wo diese blaue Flagge ist, da müsste eigentlich jemand, ein Ingenieur, er macht es schon, eine kleine Rampe aufbauen, über die man dann quasi jetzt über diesen Erdwall hinüberkommt. Natürlich werfen die Achsenmächte eifrig Granaten, um uns daran zu hindern. Das Ganze ist wirklich super schwierig und es geht nicht umsonst schon seit etlichen Minuten so. Ich nehme jetzt einfach nochmal einen Soldaten mit einer Panzerfaust. Vielleicht klappt's ja damit. Ah ja, das hat wieder die Thompson. So, in 5 Sekunden kann ich einsteigen. Und dann werde ich mit meiner Panzerfaust ordentlich aufräumen hier. Und die da mal runterholen da oben. Ja. Oder auch nicht. Ja, es ist echt super schwierig. Vielleicht, ich könnte ja auch mal die Seiten wechseln, was ich natürlich nicht kann, weil leider die Spielerplätze hier limitiert sind. Aber ich habe in 4 Sekunden noch einen Versuch. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir endlich mal da oben Fuß fassen können. Ich kann da auch gar nichts für. Da fliegt jetzt wirklich Artilleriefeuer auf den Strand und ich werde zermatscht und kann echt nicht viel machen. Da bekommt man auch einen Eindruck davon, wie es gewesen sein muss. So, jetzt vielleicht einmal, dass ich wenigstens ein paar Meter laufen kann, ohne dass mich hier wieder irgendeine Granate zermatscht. Na gut, das war schon wieder knapp. Ja, keine Chance. Da gibt es wirklich keine Chance, weil sobald man spawnt, wird man da schon dann wieder gemeuchelt. Aber ihr seht, trotzdem haben die Alliierten, auf deren Seite ich ja nun mal war, diese Runde gewonnen. Das freut mich ganz toll. Und gleich wird es dann eine dritte Runde geben. Das war jetzt quasi die zweite von 3 Runden. Ja, good game, alle freuen sich. Ich sag auch mal GG. GG ist ja quasi im E-Sports-Jargon eine ganz große Redewendung. Heißt so viel wie Great Gaming. GG. So, alle nochmal auf Ready gehen, Leute, damit wir gleich dann nochmal die nächste Map zeigen können. Das wäre natürlich großartig. Doch, so, jetzt lädt's.
dass jetzt vielleicht auch mal andere Leute mitspielen können als die 20, die das eben waren, oder eigentlich waren es ja 90, wenn ich mich jetzt selber mit abziehe, gehen wir jetzt einfach mal auf die andere Seite und dann nehme ich einen Soldaten mit einer ganz normalen Maschinenpistole. So, jetzt sind wir hier in einer Aufwärmrunde, müssen alle sagen, dass wir fertig sind. Das geht eigentlich mit der F3-Taste. Das Ganze ist jetzt also noch nicht das wirkliche Spiel. Jetzt habe ich auch die Panzerfaust in der Hand. So, jetzt warten wir noch auf einen Spieler. Ein einziger Spieler. Wer wird es sein? Ja, jetzt sind wir fertig. So, in 10 Sekunden geht es wieder los. Und es ist eine völlig andere Karte. Ist es die Karte, wo man den Panzer klauen muss? Das könnte sein. Es gibt eine Karte, da muss man auf Seiten der Alliierten einen Panzer klauen und mit diesem dann durch die Gegend fahren und ein Tor zerstören und so weiter und so fort. So, ich bin jetzt wieder auf Seiten der Alliierten, habe jetzt wieder meine Thompson, obwohl ich eigentlich gerade was anderes einstellen sollte, hat nicht geklappt, egal. So, durch dieses Tor muss man durch, aber hinter diesem Tor, da lauern wieder die fiesen, grau bemantelten Gegner. Ja, jede Menge. Ja, wenn man sich so wie ich hier mutig ins Getümmel stürzt, dann kann das schon mal passieren, dass man dabei drauf geht. So, in 3 Sekunden geht's weiter. So, letzte Runde. Da sind meine Leute. So, da ist wieder dieses Tor. Dahinter lauern sie wieder alle. Ja, der mit dem Flammenwerfer könnte wirklich mal vorgehen. Das halte ich für eine gute Idee. Dann einfach mal rein und Kamikaze machen. Und Kamikaze hat nicht geholfen. Ich sollte vielleicht mal mich irgendwo verstecken und nicht ständig irgendwie in die Feuer laufen. Tschüss. Bis gleich. Wir haben noch einen Take, dann geht's weiter. Debitel präsentiert das M-Live-Quiz. Mach mit und löse die Rätsel rund um die mobile Kommunikation. Was bedeutet UMTS? Was ist WBMP? Welches dieser Handys ist am leichtesten? Weißt du's? Dann mach mit beim neuen M-Live-Quiz auf giga.de. Supported by Debitel. Kommunikation ist alles. Loading commercials. Remaining 3. Echtzeitstrategie Highlight des Sommers. Ground Control 2 am 18. Juni im Handel. Remaining 2. Eine gigantische Spielwelt. 60 Waffen, 70 Fahrzeuge, 7 Spielmodi, 200 individuelle Gesten. Söldner will die Krone der Mehrspieler-Shooter. Letzte Infos vor dem Verkaufsstart. Plus die Vollversion Arcanum gibt's jetzt in der neuen PC Action. PC Action. Krass, korrekt, konkret. Remaining one. Bei tinfo.de alles finden, was du suchst. Gegen Zahnschmerzen, Apotheken rund um die Uhr. Und Fitnessstudios für Muskeln aus Stahl natürlich auch. Wo immer du gerade bist, auch mit dem Handy alles einfach gut finden. Tinfo. Download complete. Der Giga-Wochenpreis. Gewinnt die DVD-Videokombination MD4857 von Medion.
Komm auf giga.de, klick den Win-Button und finde die Leuchtdioden. Klicken, finden und abräumen. Hol ihn dir, den Wochenpreis, auf giga.de. Supported bei medionshop.de. Giga Games, sponsored by Intel. An allen Ecken und Enden wird hier geballert und geschossen. Wir kämpfen hier um die Befreiung der Normandie, kann man fast sagen. Und wo Nils aufgehört hat, machen wir einfach mal weiter. Wir befinden uns allerdings im Inland. Und wie versprochen, habe ich gerade noch nicht weitergemacht, sondern wir steigen im Spiel ein. An der Stelle, wo ich dem Gegner praktisch einen Panzer abgeluchst habe, wo ich die Mannschaft eliminiert habe und jetzt den Panzer praktisch selber besetzen kann. Also ist es auch möglich, wie bei Panzers, dass man sich die Panzer schnappt des Gegners und dann wieder auf Vordermann bringt. Auf Vordermann bringt und selber damit hochfährt. Gibt es dafür auch extra Leute, die nur Panzer fahren können oder kann das jeder? Nein, das kann jeder. Also das ist ja, was ich gerade auch erzählt habe. Wenn du zum Beispiel jetzt ein, Panzerfaustschützen da drauf setzt zum Beispiel, dann hat er natürlich einen guten Umgang mit dem Hauptkanonenrohr. Oder wenn du jetzt einen Rifleman draufsetzt oder einen Maschinengewehrschützen, der kann natürlich gut mit Maschinengewehr umgehen. Und der Scout natürlich erhöht das Sichtfeld. Und der Scout und so weiter, habe ich ja gerade schon erklärt. So, ich setze jetzt den Rifleman einfach mal da rein. Und da seht ihr, da hinten sofort die amerikanische Flagge. Bedeutet, dass das unser Panzer ist. Das ist natürlich ganz hilfreich im Spiel. Seht ihr hinten auch an dem Kübelwagen, da ist die deutsche Flagge drauf. Einfach um das besser differenzieren zu können, damit du hinterher auch weißt, okay, das ist mein Fahrzeug und das ist genau. Und das gehört den Alliierten und wie auch immer. So, ich habe schon mal meine Truppe gesammelt. Wie ihr sehen könnt, du hast schon eine ganz schöne Armee. Ja gut, ich habe schon einige verloren gerade in einem kleinen Gefecht. Und ich habe hier, wie man sieht, schon die West Road. Und hier gibt es auch noch ein Fahrzeug. Das ist es. Das kann meine Panzer reparieren, wenn es kaputt geht. Das ist natürlich ganz praktisch. So, wenn ich jetzt überlege, hier irgendwo ist ja noch ein deutsches Camp. Ja. Das muss ja noch ein deutsches Camp sein. Das müssen wir noch ausradieren. Da ist natürlich die Überlegung jetzt, wie mache ich das? Und dafür ist natürlich ein Airstrike ganz praktisch, weil dann schicke ich den nämlich mal hier drüber. Ein Airstrike ist natürlich nein, so... Nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte natürlich erstmal einen Aufklärer hinschicken, aber der kommt jetzt natürlich nach dem Airstrike. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Panzer stehen sollte, wenn ich Glück habe, steht da sogar einer, dann wird er durch einen Airstrike... Natürlich, aber wenn du Pech hast, wird der Airstrike noch überhaupt, falls das Camp etwas größer ist, bevor er überhaupt dahin kommt, zerlegt. Ja, und da sieht man, der Airstrike hat genau da getroffen, wo nichts ist. Aber man sieht, also in dem Camp ist einiges los. Und ja, ich sollte laut sagen. Und ich sollte mir das vielleicht überlegen, ob ich jetzt da in dieses Camp einfalle. Stattdessen gehe ich vielleicht lieber mal außen rum und versuche außen irgendwas zu reißen. Dazu mache ich jetzt auch mal die Geschwindigkeit wieder hoch, weil es ist ja erst kein Schaden. Ja. Gibt es denn auch ähnlich wie bei Panzer dieses Pausen-Feature? Ja, dieses Pausen-Feature gibt es auch, das habe ich ja schon angesprochen. Was lustig ist, genau wie bei Codename Panzers, gehen hier auch die beziehungsweise die Strommasten kaputt, wie du siehst. Cool. Das ist genau das, also sogar von der Animation her sieht es sehr ähnlich aus. So, ich habe hier genau jetzt diesen Pausenmodus. Einen Panzer habe ich schon verloren, bedauerlicherweise. Jetzt erstmal die Spielgeschwindigkeit auch wieder zurücksetzen auf normal. Und kann hier dieses Panzerabwehrgeschütz attackieren. Im Pausenmodus mit allen Panzern. Kann natürlich jetzt auch... Moment. Deine Panzer erstmal ordentlich einbuddeln. Ich mache jetzt erstmal diesen. So, im Pausenmodus, ich buddel die ein. Dann habe ich erstmal natürlich Sicherung. Und dann kann ich dieses Pack attackieren. Hat schon gereicht, also kann ich es wieder ausgraben. So verschafft man natürlich im Spiel immer eine Menge Zeit. Also man hat halt Verschnaufpausen, genau. Man hat die Möglichkeit... Nein, ich bin viel zu schnell. Hat aber gereicht. Du hast eine Übermacht, da haben wir keine Chance. Ich habe so eine Übermacht. Das ist natürlich der Vorteil. Ich fange zwar mit relativ wenig Panzern, ich habe schon eine relativ große Panzerarmee. Nichtsdestotrotz hilft es mir natürlich sehr. Jetzt habe ich auch die North Road. Mhm.
hilft es mir natürlich sehr, wenn ich von den Deutschen noch ein oder zwei Panzer übernehme. Und da habe ich noch einen Marder, sehe ich gerade. Und hier habe ich, wie es der Zufall will, eine Einheit. Moment, hallo? Die man übernehmen kann, oder? Die man reparieren kann und übernehmen kann. Genau, ich setze jetzt mal zwei auf diesen Marder. Ist es denn auch so, dass man Fahrzeuge übernehmen kann, die vom Feind sind und sich dann somit ins Camp einschmuggeln kann? Nee, leider nicht. Also das wäre mal cool. Durch die Flagge siehst du auch immer sofort, und das ist so einer von diesen Bugs im Spiel. Normalerweise müsste er da jetzt einsteigen, das tut er aber nicht. Und das ist ein bisschen blöd. Aber du siehst, sofort kommt dieses Reparaturfahrzeug angefahren und repariert dann auch den Panzer für mich. So, dass er gleich für mich einsatzbereit ist. Da unten steht noch ein Panzer, den kann ich dann auch benutzen. Aber dieser Soldat zum Beispiel, der bewegt sich jetzt nicht. Warum bewegt er sich nicht? Aber das ist gut. Ich sag mal, es ist noch die Alpha, ich denke, da sind noch ein paar Bugs drin. Das kann man verzeihen. Aber hier kann man auch nur sehr schön die Details sehen. Ja, Adi, was würdest du so als Fazit zur Alpha sagen oder als Ersteindruck zur Alpha? Also Ersteindruck, ich sag mal, für eine Alpha, man sollte es nicht meinen, dass es eine Alpha ist. Es ist schon sehr detailliert, schon sehr gelungen. Ich habe auch wenig Bugs gefunden, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, das mit dem Soldaten. Auch so offensichtliche Grafik. Genau, und dass es halt zwischendurch mal hängen bleibt. Aber ich denke mal, das ist ganz normal für eine Alpha. Und ich denke, wir können gespannt sein. Wir können wirklich gespannt sein. Und werden dann vielleicht auch mal direkt einen Vergleich machen zwischen Codename Panzers. Ja, und würde sich auf jeden Fall anbieten. Ja. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt dran. Ciao. Wo ist denn dieser verdammte Autopilot-Knopf? Was erwartest du jetzt? Du hättest jetzt eigentlich anfangen sollen zu reden und unser aktuelles Thema zu erklären. Herzlich willkommen, ihr da draußen, wir hier drinnen sind immer noch für euch da. Und auch wenn ich mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher bin, ob es Professor Lupin oder nicht doch der junge Clint Eastwood ist, der hier vorne auf dem Cover von Red Dead Revolver abgebildet ist, mache ich mir keine Sorgen darüber, dass mein kompetenter Konsolenkollege Simon, wie er namentlich oft gerufen wird, mit euch zusammen jetzt die kunterbunte Welt der Kopfschüsse, Armschüsse und Beinschüsse weiterhin durchstreifen mag. Wohin das Blei halt fliegt. Wir können es ja auch nicht wirklich bestimmen. So, wir wollen jetzt reden, dann rede ich die ganze Zeit und dann sitzt du neben mir und tust so, als würde ich das nicht tun wollen. Was? Nein. Ja. Okay, da fliegt wieder jede Menge Blei und jede Menge. Ja. Ich weiß, darf man es eigentlich sagen, dass das Gehirnmasse und Blut ist? Nee. Man kann sich virtuelles. Dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Aber darum geht es ja auch wirklich nicht. Es geht ja eher darum, dass wir jetzt hier den Tod eines armen, unschuldigen Hundes rächen. Und ich finde das rechtfertigt, zumindest in gewissen Rahmen, die Anwendung von Gewalt. Sehe ich aber auch. Und guck mal, was die auf dem Kopf haben. Ich meine, ne? Wieder Tiere. Das hat die Oma auch nicht so gehäkelt. Das war vorher mal lebendig und ist unter irgendwelchen Bäumen lang. Genau. Tiermörder haben bei Giga Games nichts zu suchen und vor allem alles zu fürchten. Nein, das Einzige, was wir tolerieren, sind Tieresser, so wie der Felix, der pro Tag mindestens 2,5 Tiere isst. Der hat allein jetzt, glaube ich, hinten wieder eine Kuh legen im Aufenthaltsraum. Ja, ich glaube auch. So halb angenagt. Und zwischen den Zähnen hängt ab und zu noch ein Eichhörnchen. Ja, das verirrt sich halt manchmal. Ja, aber wir sind jetzt wieder hier mit dem, wie heißt der Modus? Red Eye. Red Eye. Mode. Also ich kann jetzt nur 4 markieren, weil ich auch nur 4 Schuss habe. Immer sehr, sehr praktisch. Deswegen sollte man vorher auf jeden Fall, nachgeladen haben oder den 6 Schüsse auspacken oder wie auch immer. Mhm. Wie spielt sich denn? Also es spielt schon gesehen sehr, sehr mit ein bisschen Auto-Aiming, aber nicht zu extrem. Also man muss schon einiges auch noch tun, ne? Nee, es hat schon so ein bisschen was von dem Halo-Auto-Aiming, wo man ja auch das Gefühl hat, man macht alles richtig und ist einfach der coole Checker, aber in Wirklichkeit wird halt alles mehr oder weniger geregelt. Ja. So ähnlich ist es ja auch. Also alles, was in der Nähe des Fadenkreuzes ist, wird zumindest getroffen. Wenn man aber verschiedene Körperteile treffen will, dann muss man je nach Entfernung dann auch ein bisschen zielen. Jetzt kommt aber was sehr, sehr Cooles, nämlich das erste Duell und auch wieder ein Modus, der eigentlich sehr schön umgesetzt worden ist. Und man merkt doch an vielen Stellen, dass die Jungs von Rockstar wissen, was sie tun. Okay, und da hast du jetzt gerade daneben gegriffen scheinbar. Nee, ich hab sogar richtig. Achso, aber der hat gerade erst. Er hat erst mit der hohlen Hand gezielt und dann hat er noch die Waffe geholt. Echt? Ja. Das habe ich jetzt. Oh, dann habe ich vielleicht wirklich irgendwas falsch gemacht. Ganz einfach ist es nämlich. Schade, dass es schon wieder vorbei ist. Es geht halt echt schnell vorbei. Ja. Man muss dann nämlich den rechten Analogstick runter. Oder vielleicht kommen noch mehr. Okay.
Das ist schon wieder bei mir so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, ob es jetzt noch ein Duell gibt. Vermutlich. Nein, nee, schade. Gigolo. Aber man muss dann nämlich mit dem rechten Analogstick ziehen, dann ganz schnell die Zeit einfrieren sozusagen. Und dann eben mehrere Ziele markieren, das alles aber bevor der Gegenüber gezogen und geschossen hat. Der macht nämlich dasselbe. Ja, also ist auch wieder so eine Mischung aus diesem Red-Eye-Modus und halt dann nochmal zusätzlich mit Ziehen und halt in dieser Duellsituation. Genau. Auch eine Sache, die ich auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte, ist, wenn ihr euch mal die Grafik anguckt, die gefällt, also mir gefällt der Stil von der Grafik wirklich sehr, sehr gut und die Jungs haben da ein paar sehr nette Effekte eigentlich reingehauen. Zum Beispiel hier jetzt, wenn man den Red-Eye-Modus aktiviert, dass das alles so, wie heißt dieser Serpica-Modus? Den gibt es auch bei Photoshop. Wenn Sachen so ein bisschen angegraut, als wenn sie zu lange in der Sonne liegen. Ich weiß, was du meinst, aber keine Ahnung, was heißt. Auf jeden Fall nicht schlimm. Nicht ganz schwarz-weiß, sieht man ja, dass da schon noch Farben sind, aber es ist halt dieser, zu lange in der Sonne gelegen haben Modus. Und dann auch nochmal, das sieht man im Moment leider nicht so gut, weil wir ein bisschen qualitative Probleme haben. Ihr seht diese Streifen, die ganze Zeit über das Bild überlaufen. Ja, die liegen leider an uns im Moment. Ja, also können wir euch nicht sagen, woran das liegt. Auf jeden Fall machen die es ein bisschen schwer zu erkennen, aber achtet mal auf die Bildränder. Also es ist tatsächlich so, als wenn das Ganze mit einer schlechten Kameralinse aufgenommen, weil nur der Mittelpunkt ist eigentlich scharf. Und dann, je weiter er zum Rand geht, wird das Ganze unscharf. Das fällt im ersten Moment nicht auf und im zweiten Moment denkt man, scheiße, mein Fernseher gibt irgendwie den Geist auf. Habe ich am Anfang auch gedacht, aber dann nicht und sieht richtig cool aus. Man kriegt später mit, es liegt halt tatsächlich schon an diesen kleinen Grafik-Gags. Große Trefferzone der Mann. Auf jeden Fall. Nicht allzu schwer. So, jetzt muss ich hier gerade mal ein bisschen cool agieren. Kann man denn auch so Sachen machen, wie zum Beispiel, dass du ihm jetzt die Waffe aus der Hand schießen kannst, wirklich? Nein, also Waffen aus der Hand schießen habe ich so noch nicht gesehen. Weil du hast es jetzt gerade getan, aber... Die verlieren alle immer ihre Waffen, sobald sie erledigt sind. Ach so. Also deswegen war das eben einfach just a coincidence. But... Jetzt gibt's noch ein bisschen... Be German to us. Genau, I was just a little in trouble today. Jetzt geht's hier weiter mit der Zwischensequenz. Wir werden wahrscheinlich gar nicht mehr die fertig gucken können. Müssen wir diesen kleinen, dicken Mann irgendwie ins nächste Hospital tragen? Oh nee. Ja, aber das Lustige ist, den tragen wir jetzt halt, damit wir unsere Kohle kriegen. Wir haben ja mittlerweile zwei Leichenwagen voll mit Leuten und wollen dafür unser Chris. Was für einen netten Zusammenhang, dass heute der Chris auch in der Regie sitzt. Zufall? Haben wir zufällig den hässlichen Chris getötet? Ich glaube, nein. So, was man eben auch gerade, finde ich, wunderbar gemerkt hat, ist die Atmosphäre, die so aufgebaut wird durch eine ziemlich geile Soundabstimmung. Ja. Also da hast du ja dann im Hintergrund immer diese typischen Melodien gehört gerade, die dann auch wechseln, je nachdem, ob ein Duell ist oder eben nicht. So, jetzt muss ich gerade nochmal einkaufen. Nee, also die haben eine Menge Mühe auch tatsächlich auf die ganze Stimmung und die Atmosphäre gelegt und haben es eigentlich, soweit ich bisher beurteilen kann, sehr, sehr gut geschafft und allein dadurch ist es halt im Gegensatz zu Red Dead Hand auf jeden Fall. Deadman's Hand, nicht Red Dead Hand. Deadman's Hand. Auf jeden Fall das fantastische... Ich bin gerade irritiert, weil Patrick hier reingelaufen kommt. Und immer wenn Patrick reinkommt, dann krümmt sich die... Der Patrick. Krümmt der Raum. Der kommt auch immer später zur Sendung. Ich weiß ja nicht, ob er es schafft, noch seine Themen vorzubereiten, pünktlich. Mister, you could really use a hot. So, jetzt gibt es eine kleine Dialogsequenz. Auch die gibt es später im Spiel. Auch sehr, sehr hübsch. Werden wir später nochmal zeigen. Also nicht heute, aber wenn wir es nochmal machen. Wir kommen dann auch in so eine richtig klassische... Westernstadt mit Saloon und dem Sheriff und sehr, sehr geil gemacht. Dazu halt dann Musik von, Musik, die ich bisher nur von Bud Spencer und Terence Hill kenne, die aber wunderbar dazu passt. Das alles wahrscheinlich beim nächsten Mal und ich finde mit diesem idyllischen Bild des Friedens können wir beenden das Take. Ich glaube, das war Chris seine Freundin. Also vom hässlichen Chris natürlich, nicht von unserem Regie-Chris. Nein, von dem hässlichen da hinten. Ja. Nur, dass wir das jetzt geklärt haben. So, das war's. Red Dead. Wir sollten vor zwei Minuten zum Ende kommen, deswegen du streckst nicht unnötig. Machst dann, sowas, weißt du, jetzt komm zum Ende. Du könntest mich jetzt auch einfach ausreden lassen. Red Dead Revolver, Komm mir von
von den staubigen Consoleros direkt wieder in den E-Sports-Bereich. Und ja, lieber Olli, wir haben heute Unglaubliches erlebt, nicht nur heute, auch die letzte Woche. Elkin 4, eins der bisher größten E-Sports-Spektakel, wenn man das so sagen möchte. Nichtsdestotrotz steht ja nächsten Monat oder aber nächste Woche sogar schon ein weiteres E-Sports-Event an. Und ja, welches ist das? Nächstes Wochenende sogar schon in Deutschland. Es sind nur noch wenige Tage. Wir sind momentan voll dabei. ESWC Deutschland-Qualifikation für ESWC-Finale 2004 in Poitiers. Mhm. Und ja, momentan läuft gerade der letzte Qualifier live bei InGame für Counter-Strike und Warcraft 3. Die meisten Qualifier sind schon gelaufen, die meisten Teilnehmer fürs Wochenende stehen schon fest. Und ich denke, wir sind beide auch schon richtig heiß, wir werden beide vor Ort sein. Oh ja, also vielleicht nochmal ganz grob zusammengefasst, ESWC bedeutet für den Nicht-E-Sportler unter euch, Electronic Sports World Cup, sehr gut. Und das Ganze ist eigentlich eine, ja, ich sag mal, international riesengroßer Zirkus, wo die besten Spieler aus der gesamten Welt, insgesamt 50 Nationen, werden da drin zusammengefasst. Ja, die werden in jedem einzelnen Land die Qualifier, die sogenannten ja, Pre-Qualifiers machen und werden dann, wenn die besten Spieler letztendlich herauskristallisiert wurden, direkt nach Poitiers kommen, in Frankreich. Und dort wird es dann eine Woche E-Sports Pro geben. Und ja. Du bist ja unter anderem dafür zuständig, in Deutschland und auch in Österreich die Qualifier zu machen. Und was erwartet uns denn am Samstag? Denn Samstag sind wir ja, also wir direkt von GIGA, in Köln. Und dort gibt es was? In Köln gibt es das große Deutschland-Finale, dann mit den besten Spielern in Warcraft, mit den besten Spielern in Counter-Strike, mit den besten Spielern in Pro Evolution Soccer 3, mit live, mit Moderatoren, Experten, mit Giga-Moderatoren, Sendungen, alles, volles Publikum, Action pur. Ja. Also wirklich, naja, man kann sagen, wir haben das Woodstock des E-Sports nach Deutschland geholt. Es wird so genial werden, denke ich. Das wird was sein, was Deutschland schon lange nicht mehr gesehen ganz hat. Genau, ganz genau. Was man dazu sagen muss, es gab, oder im Moment, es gibt noch die Pre-Qualifiers, das haben wir letztes Mal schon erklärt. Insgesamt haben drei, ja, ich sag mal, Online-Ligen die Spieler herausgefiltert, die wiederum am Samstag, am kommenden Samstag, gegeneinander antreten, wo dann wiederum die besten Spieler von den besten Spielern, die, versteht ihr noch, herausgefiltert werden, die dann letztendlich nach Frankreich fliegen. Und da gab es insgesamt drei Tournaments. Das erste war von MyMTV gesponsert. MyMTV.de haben grandiose Online-Liga fertig gebaut. Da wurden dann drei CS-Teams, also jeweils ein Erstplatzierter, der sich direkt für die letzten vier qualifiziert und ein Zweiter und ein Drittplatzierter, der nochmal in eine Zwischenrunde muss, gegen alle anderen Zweiten Drittplatzierten. Sowohl in Warcraft als auch in Counter-Strike hat MyMTV veranstaltet. Sehr geniale Arbeit, super Sieger, also ich freue mich schon richtig. Ja klar, dann gestern oder vorgestern am Wochenende zumindest gab es dann ESWC.de, die haben wiederum eine Online-Liga gemacht und heute, jetzt im Moment noch am Laufen, läuft dann die letzte Online-Qualifikation von ingame.de. Und wenn wir mal in meinen Rechner hinein rennen, fliegen, was weiß ich machen wollen, dann seht ihr schon mal die offizielle Homepage von der ESWC Deutschland erstmal. Und hier könnt ihr nochmal alles nachlesen, was ihr auch wollt. Hier unten seht ihr dann auch, was es denn für Preise gibt und das ist auch echt mal ein Batzen, was man dafür verdienen kann. Also ich denke, es ist schon, wenn man sich mal anguckt, was es zu gewinnen gibt, 150.000 Euro insgesamt bei einem Hammer. Grand Final in Poitiers und das bei sage und schreibe 500 Teilnehmern weltweit. Man muss auch bedenken, wenn man das mal hochrechnet, sind es immer noch ein Schnitt von 300 Euro pro Teilnehmer, selbst wenn man es einheitlich aufteilen würde. Also es sind gigantische Preissummen, die es da mittlerweile geht. Und ja, nicht nur das, mit dem ganzen Rahmenprogramm, das die ESWC auch in Deutschland anbietet, ist es alles zu einem riesigen Happening geworden. Es erinnert irgendwie, so passt in diesen Archon 4 Rahmen, finde ich auch. So perfekter Nachfolger eventmäßig. Die Spieler werden jede Menge Spaß haben. Okay. Das Publikum wird außer Rand und Band sein. Man wird wirklich auch außerhalb der Spiele an Reportern und Prominenz pur haben. Man merkt ja an, dass du dich echt freust. Ja, ich bin echt ESWC. Ich war ja letztes Jahr schon dort und dieses Jahr darf ich glücklicherweise Teamcaptain für Deutschland und Österreich sein und diesen Job nicht gut machst, mein Lieber, dann kriegst du aber echt was von uns hier. Ja. Nichtsdestotrotz, das Ganze kann natürlich von euch begleitet werden. Wie gesagt, wir sind in Köln und das Ganze findet im Messebereich von Köln statt. Das heißt, Halle 5 am Tanzbrunnen, ihr kennt das, die ganze Location. Und wo das Ganze ist, möchte ich euch einmal wieder auf einer Internetseite zeigen. Dazu gehen wir auf
generationm.de. Und ja, die Messe läuft ja gerade schon, es hat alles über Ausbildung und Studium und so weiter zu tun. Nichtsdestotrotz werden auch wir da sein im Namen des E-Sports. Und wenn wir jetzt einmal hier auf den Hallenplan klicken, im Moment stehen natürlich noch, sagen wir, ja, die relativ wichtigen Sachen wie Bewerbung und Talent, Studium, Ausbildung, ach, dieser ganze Kabel. Also alles, was ein E-Sportler irgendwann mal braucht später im Leben, wenn er seine Millionen gescheffelt hat. Wenn er will, ja, ja, klar. Aber nichtsdestotrotz, in dieser Halle, Halle 5.1 steht hier gerade, wir werden in der Halle 5 sein, also auch hier. Und auf dieser Bühne, ja, da werdet ihr Fantastisches erleben. Nämlich dort werden wir, wie gesagt, die eiskalten Deutschland-Qualifikation für ESWC 2004 abhandeln. Und ja, ihr könnt live dabei sein, ihr könnt ab 17 Uhr in diese Halle hineinwandern und wir werden natürlich die heißesten Spiele da haben. Vielleicht können wir auch mal ganz kurz sagen, Okrana, das CS-Team für die E-Sportler wieder unter euch, die haben Mausboards geschlagen. In Counter-Strike. Das also muss man sich mal auf den Qualifiern gab es schon einige Überraschungen, denke ich. Also auch bei Warcraft bisher sehr viele Namen dabei, wo die meisten Leute vielleicht nicht mitgerechnet haben. Hast du da ein spezielles Beispiel? Also jetzt gerade heute haben wir gerade eben gesehen, aktuell live auf Ingame, Jan the Pig is really back, würde ich mal so sagen. Also ist tatsächlich jetzt im Overall-Finale durch einen Sieg im Winner-Bracket-Finale sogar mit 2-0. Aha. Also sieht so aus, als wäre der Mann wirklich wieder back in action. Back in action. Also ich glaube, da haben viele von uns nicht wirklich dran geglaubt, als es vor ungefähr einem Monat auf meinem TV die Meldung gab. Okay. Aber jetzt, also glaube ich so langsam dran. Alles klar. Und Take, so Leute wie Take, wenn ich das gerade noch kurz erwähnen darf. Klar, natürlich. Ja, letztes Jahr noch mit in Frankreich, in der Hitze der Nacht sozusagen. Und jetzt nicht mal unter den letzten 9, so wie es ausschaut. Also schon eine kleine Enttäuschung auch, ja, denke unser ich. Unser Taker wird natürlich auch wieder dabei sein. So schaut es aus. Taker wird leider nicht dabei sein. Ja. Nichtsdestotrotz, ihr könnt euch alle weiteren Informationen natürlich wieder auf giga.de angucken. Morgen haben wir wieder fantastisches Giga-Liga, gibt es wieder neue News für euch. Und wir werden natürlich alles ein bisschen über Warcraft und über die Aiken 4, über das ganze Coverage, was wir mitgebracht haben, berichten. Und ja, schaut euch giga.de an, wandert ins E-Sports-Forum und wir sind erstmal raus. Ja. SingStar, das Party-Singspiel für deine PlayStation 2 mit 30 Songs deiner Stars. Remaining one. Mit O2 können Sie sich jetzt ganze Songs downloaden und anhören. Unterwegs und ohne Computer. O2 can do. Unterwegs Songs downloaden. Mit O2 Genion und dem neuen Siemens SX1 Music für nur 149,95 €. Und jetzt 3 Monate keine Grundgebühr. Download complete. Willst du einen Wochenendtrip zum NBA All-Star 2005 gewinnen? Check it out, die Sprite Online Challenge 04 auf www.sprite.de. Log in, play and get your chance to win. Sprite, was wirklich zählt, ist klar. Check it out. NBC Giga am Dienstag von 15 bis 20 Uhr live. Wir bekommen viele besondere Gäste im Studio. Bei NetBeat sind die Gäste von Grammy Online Awards 2004 und bei Stars Mocky, das Album R&B, B3 mit Move Your Body,
Mir ist auch da mit Ökostrom und Azra on Echo mit das deutsche-türkische Album Dünyer Dünyer. Das wird ein heißer Tag bei uns werden. Ihr solltet auf jeden Fall anschalten. Games, sponsored by Intel. Ja, Sieger der Herzen hat man mich gerade genannt. Daran sieht man schon, dass ich es bis jetzt immer noch nicht geschafft habe, mit meinem Team zusammen eine Map weiterzukommen, indem wir das gewinnen. Und jetzt in diesem Moment ist die Map vorbei, und aber nicht die Alliierten in dem Team, in dem ich gewesen bin, hat sie gewonnen, sondern die Achsenmächte haben den Sieg davongetragen, und einige Leute freuen sich hier tierisch lauter. Also vielleicht sollten wir den Sound einfach mal runterdrehen. Naja, also die Achsenmächte sowas wie Schweden, ich sowas wie Bulgarien heute, auch wenn es nicht ganz im Auto passt. Hoffen wir, dass es morgen umgekehrt ist, während denn jetzt alle Leute auf Wiedersehen sagen, weil jetzt gerade die Map vorbei ist. Aber wir hoffen, dass es gleich nochmal weiter lädt. Ja, auf Wiedersehen, tschüss, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, tschö. So, jetzt wird die nächste Map geladen. Das ist dann quasi wieder die erste von drei. Und jetzt gehe ich ganz schnell einfach mal auf die Seite der Achsenmächte. Das habe ich heute noch gar nicht gezeigt. Und da wird die Fahne gehisst. So, hier unten im Bunker starten wir. Dann wollen wir gleich mal meinen Leuten folgen. Hier, kommst du mit, Junge? Ja, ist also immer noch eine Aufwärmphase am Anfang. Das Spiel, also für alle, die das nicht wissen, Enemy Territory ist also Freeware. Das heißt, komplett gratis, einmal runterladen, knapp 250 Megabyte, ein bisschen mehr, und dann installieren, und ihr habt völlig for free ein Spiel. Und ist ursprünglich mal als Mod geplant gewesen für ein Spiel, was mittlerweile indiziert ist. Und das, was wir jetzt spielen, diese Pro-Mod, das ist im Prinzip ja eine leichte, nur 2,5 Megabyte große Veränderung, die das Ganze dann turnierfähig macht. Das heißt, diese Pro-Mod ist dann der Spielmodus, der halt im E-Sports-Bereich in verschiedenen diversen Ligen, nicht in der Giga-Liga, aber in anderen Ligen, dann auch professionell gezockt wird. Unter anderem hat man dann hier auch so Hit-Sounds. Wenn man dann einen Gegner trifft, wie bei Unreal, das haben wir da auch schon gezeigt, bekommt man das dann auch akustisch unterlegt, wenn man dann einen Gegner getroffen hat. Das konnte ich euch leider heute noch nicht so oft zeigen, weil ich einfach nicht so viel getroffen habe. Aber in wenigen Sekunden geht das Match dann auch hier los, dann ist es auch mit dieser Ballerei zu Ende. So, jetzt geht's los. Die Fahne wird gehisst und wir machen uns auf, die Mission zu erfüllen. Wie die Mission im Einzelnen aussehen, das seht ihr am Anfang immer in dieser Briefing-Geschichte. Kann man auch, wenn man die L-Taste drückt, dann einmal noch zurückspringen und auch da die Klassen wechseln. Und hier gleich die erste Konfrontation draußen auf der Straße. Ziemlich viele Effekte. So, ich verziehe mich so ein bisschen ins Grüne. Ja, und mein erstes Ableben, trotzdem ich nicht alleine gewesen bin. So, da bin ich aber wieder. Ich freue mich immer, man kann sich ja auch von medizinisch begabten Kollegen auf jeden Fall wiederbeleben lassen. Das finde ich immer total clever. Ich mache auch häufig davon Gebrauch. So. So, weiter geht's, Jungs. Keine Müdigkeit. Nach vorne. So, Dynamit ist gelegt. They have captured the forward bunker. Dynamite planted. Ja. Irgendjemand findet es lustig, mir jemand von hinten anzupügern. Mag ich gar nicht. Ich bin auf einer wichtigen Mission. Ich möchte nicht daran gehindert werden. So, hier gibt es wieder Feindkontakt. Aber wir sind hier eindeutig in der Überzahl. Das heißt, das Ganze sollte also kein Problem sein. Na, denkst du? Ah, ist er. Yeah. So.
Ja. Also was Enemy Territory angeht, gestehe ich gerne ein, muss ich noch ein bisschen nachholen, um meinen Skillvergleich ein wenig zu steigern. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja Zeit. Und wir zeigen mit Sicherheit irgendwann demnächst nochmal Enemy Territory, weil ich finde, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was sich auch zu zeigen lohnt. Hat eine sehr aktive Community. Und was ich eingangs schon gesagt habe, was man hier beobachten kann, dass die Leute halt auch sehr, sehr teamorientiert spielen. Das heißt, es gibt hier wirklich nicht diese Leute, die nur an sich denken, an ihre eigenen Tracks oder ja, ohne Ende Teamkills machen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir hier sehr gut gefällt. Da oben auf der Brücke lauern die bösen Jungs hier auch. Yeah. So, 5 Sekunden dauert es noch, dann darf ich wieder einsteigen. Mal sehen, wie lange ich diesmal lebe. Es geht wirklich sehr hektisch zu. So. So, der junge Mann hier in diesem beigen, hellbraunen Hemd ist natürlich der Feind, der aufs Korn genommen werden muss. Der wurde gerade wiederbelebt, da hat man das schön gesehen. Da fliegen die Granaten. Da gehe ich einfach mal hin und räume mal ein bisschen auf, frag, was da los ist. Ja. Man hört das so ein bisschen am Rande, diese Sounds gehen natürlich dann auch unter diesen ganzen Explosionen ein wenig unter. Aber diese Hit-Sounds finde ich immer sehr gut. Das ist, finde ich auch bei Unreal sehr gut, weil da weiß ich wenigstens, ob ich getroffen habe. So, hier ist wieder jemand gewesen. Yeah! Ich habe ihn geplättet mit meiner MP40, auch ein Track für mich. Könnt ihr hier auf der Tab-Taste mal schauen. Da bin ich also noch nicht auf dem letzten Platz, aber auch nicht wirklich weit vorne, was die X-Points angeht. So, wen haben wir denn jetzt hier? Timson X, called a vote. So, das wird jetzt der letzte Versuch sein, mein Frag-Konto ein wenig nach oben zu korrigieren. Denn so, wie das gerade aussieht, kann es natürlich nicht bleiben. Na gut, es bleibt so. Es muss ein bisschen geübt werden, ich werde fleißig Enemy Territory zocken die ganze Nacht, damit ich auch in diesem Spiel perfekt werde, so wie es zum Beispiel die E-Sportler in Warcraft können. Und das war's für heute, ich gebe ab an den Felix, der nochmal Tschüss sagt und ich freue mich auf morgen, dann zocken wir mit euch zusammen, ciao. Um es mit den Worten der Fußball-EM zu sagen, eine Sendung hat 120 Minuten und am Ende gewinnen die PCler. Ja, das war's schon wieder mit Giga Games. Leider ist diese Montagssendung auch wieder an euch vorbeigerast. Es ist zu Ende. Schluss, aus, Ende, finito. Jetzt gibt's nichts mehr, außer natürlich die Themen für morgen. Und da wir alle hier im Fußballfieber sind, gibt's morgen auch ein Fußballthema im PC-Bereich, und zwar den Kicker Manager 2004, den ich wahrscheinlich nur mit meinem Gewissen vereinbaren kann, weil halt morgen auch die Fußball-EM ist. Habt ihr Glück, alle Fußballfans da draußen, alle anderen habt ihr Pech. Dann im Konsolenbereich geht es weiter mit dem großen Unreal 2 The Awakening Test für die Xbox. Der gute Simon hat das Ganze durchgezockt, wird euch einen Test mit prozentualer Wertung abliefern. Dann gibt es natürlich den Next-Bereich, da gibt es die große Community-Challenge. Irgendwie wird der Nils irgendwas mit euch machen, er wird irgendwas zocken und dabei ordentlich hoffentlich auf die Backen bekommen. Denn der Nils hat's ja nicht drauf. Genauso wie er ungute Stimmung reinbringt. Und dann gibt es auch noch den E-Sports-Bereich. Da gibt es was in der Giga-Liga. Q-Factor wird zu Gast sein und ein Showmatch wird stattfinden. Verpasst das nicht, morgen Giga Games um 22 Uhr. Sponsored by Intel.